Willkommen zum heutigen Chipshow-Room, heute mit der Kraken und Tick-Tick Berlin. Wie lieb ist denn das für dir? Dankeschön auf jeden Fall für dein Abo der Stufe 2 im vierten Monat. Total lieb von dir. Wie geil ist das denn? Dankeschön für den coolen Support und willkommen heute in den Chipshow-Room, heute mit der Kraken. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr könnt auch gerne Fragen weiterhin stellen. Einfach ein AdFaxi reinschreiben, dann direkt die Frage stellen, dann gehen wir auf jeden Fall auf die Frage ein. Ob es mit den Chipshow zusammenhängt oder gerne andere Fragen habt, gerne raushauen, dann werden wir auf jeden Fall auf die Fragen eingehen. Heute geht es tatsächlich um die Kraken, die möchte ich euch heute mal mit euch zusammen gerne angucken. Und es geht quasi um meinen Multi-Role Light Carrier und ich kann ja mal dazu ein bisschen was erzählen. Das muss ich auch mal kurz die richtige Vorlage aufmachen, die ich gerade schon auf hatte. Genau, Schiffsgeschichte. Kann ich auch mal ein bisschen erzählen. Das war eigentlich ganz interessant. Die Kraken wurde erstmals am 1.12.2017 in einer Abstimmung You Pick the Next Drake Ship vorgestellt. Bei der Abstimmung belegte es die 37% von, sage ich mal, 37.696 Stimmen, den zweiten Platz, genau, das nächste Drake Ship zu unterstützen. Das erste war die Voucher. Ihr wisst ja noch, die Voucher ist ja quasi das Schiff, um Sachen eben, das Gegenpart der Reclaimer, um Sachen abzubauen, zu recyceln und wiederzuverwerten. Das ist ja die Voucher. Und dazu, und die damals hatte quasi die Kraken in der Abstimmung den zweiten Platz geschafft und wurde ja dann auch mit dem Konzeptreinzug reingekommen. Aber dazu kommen wir nachher noch später zu dem Konzeptverkauf selber. Das war jedenfalls auch eine sehr interessante Sache, was sie damals da gemacht haben mit der Abstimmung und was es da alles gab. Aber da kommen wir später. Man musste sich richtig auf das Schiff damals bewerben. Man musste eine Bewerbung schreiben auf die Kraken, dass man überhaupt würdig ist, eine Kraken zu bekommen, so gesehen, in Anführungsstriche, aber dazu kommen wir später. Genau, die Kraken, wir gucken uns erstmal dazu einen kleinen Trailer, ein Video dazu und dann gehen wir gleich weiter auf das Schiff ein. Na, ich mache erstmal sonst die Vorgeschichte, das ist auch voll okay. Ja, was hatte, genau, die Kraken ist von Drake Interplanetary, genau, lass die Kraken fallen, die Drake ist das, genau, von der Drake ist das erste, größte Kampfschiff, ist quasi die Kraken, also Drake hat lange überlegt, wo sie hingeht, in welche Richtung, dann gab es einen neuen CIG, der CIG wollte ein bisschen weg von dem Piratenstatus und hat dann tatsächlich, sage ich mal, die Kraken vorgestellt, um so ein bisschen von dem Piratenstatus wegzukommen und deren Slogan war quasi, wir haben uns alle Regelwerke entledigt zum Großkampfschiff im Privatsektor, Angriffsträger und der persönliche Freiheit zu definieren. Mit bequemen Quartiers für eine ganze Crew, ein gigantischer Frachtraum und genug Feuerkraft, um die eindrucksvolle Fregatten vom Himmel zu pusten. Dazu kommen wir nachher auch nochmal. Diese selbstversorgende fliegende Festung ist Drakes bisher ambitioniertestes Projekt und ein Test der Menschen, die Macht in diesen Hände zu legen. Also das war quasi deren Geschichte, das ist quasi die Werbebotschaft, dass quasi Drake das erste Capital Schiff in ihrer Klasse rausgebracht haben. Sie wollten damit beweisen, dass sie sowas auch bauen können und das ist quasi in deren Geschichte eingegangen. Und dann wollten sie einfach mal zeigen, dass sie es auch können, große Schiffe zu bauen und dann eben auch ambitioniertes Projekt eben umzusetzen eines Capital-Schiffes. Das war quasi so ein bisschen die Werbebotschaft dahinter. Servus. Sintano, schön, dass du da bist und willkommen. Cracks, wie lieb ist denn das von dir? Dankeschön im fünften Monat. Dankeschön dafür, mein Großer. Ja, spiel den selben Song nochmal. Na klar, den selben Song und los. Genau, CIO, genau. Chief Information Office, genau, ist das. Alles klar. Sehr nice PogChamp. Genau, selbstversorgend. Das war zumindest deren Slogan. Ob es selbstversorgend ist, zum bestimmten Grad vielleicht. Müssen wir mal gucken, MyPony. Wir gucken uns nachher auch den Q&A an. Aber deren Leitspruch, sag ich mal, oder deren Werbenslogan war tatsächlich selbstversorgende Festung. Sie haben das tatsächlich als Festung, wollten sie das so, dass sie eine eindrucksvolle Fregatten eben damit auch vom Himmel holen können. Also es soll tatsächlich auch eine sehr, sehr starke Feuerkraft haben und sie möchten gerne für die Security, für mehr Sicherheit und für die Freiheit, für die Leute dieses gigantische Festung quasi erbauen und in den Händen der Privatperson geben. Genau, darum ging der Werbeslogan eigentlich mehr oder weniger.
Fand ich eigentlich ganz interessant und ja, es ist eben die Frage, na, passt das jetzt auch so ein bisschen zu Drake? Mit der Kraken ist es wirklich so ein Slogan, dass man weggeht von der Piraterie? Schwer zu sagen, eigentlich nicht so, wenn man sich so ein bisschen die Kraken anguckt, ne? Aber schwer zu sagen, aber das war zumindest die Idee dahinter von CIO. Genau, außerdem ist es buchstäblich ein Titan der Industrie, die ideale Basis für Operationen einer Flotte von Datensammlern, Heralds oder ein mobiles Magazin, um eine zuverlässige Cutlass zu versorgen. Was auch immer euer Geschäft ist, die Kraken ist eine funktionelle, bequeme und sichere Basis. Das ist auch noch dazu zu sagen. Sie verkaufen es theoretisch, also Drake verkauft es so gesehen als richtig große Basis, wo du dann deine Daten eben, dass du deine Herald da landen kannst, deine Cutlass. Sind natürlich jetzt hauptsächlich auf Drake-Schiffe eingegangen, dass du da landen kannst, versorgen kannst, aufmunitionieren kannst, du kannst sie auch reparieren und eben weiterfliegen kannst. Also du hast da quasi ein Schiff, womit du deine anderen Schiffe so optimal supporten kannst. Das ist eine gute Frage auf jeden Fall, Cap-End. Schauen wir auf jeden Fall mal. CPEC. Ich weiß das noch nicht, CPEC. Müssen wir mal gucken, CPEC. Ich kann dir nicht sagen. Hey, Pressi, Ja, wie geht's, Chief Friede? Execute Officer. Genau, Pressi. Nee, nicht so ganz. Und schön, dass du da bist, Intan, weil ich das noch nicht hatte. Jo, du Urlauber. Ja, ich bin endlich aus dem Urlaub zurück. Total cool. Ich bin auch total glücklich, endlich wieder hier zu sein. Muss ich ja zugeben, dass ich euch schon sehr vermisst habe. Ja, gell? Genau, Vorabinformation, genau, da kann ich auch noch was zu sagen. Die Drake Kraken wird als Mehrzweckleitträger der Capital-Größe bezeichnet. Diese außergewöhnliche fliegende Festung ist das ehrgeizigste Projekt, genau, das Drake jemals unternommen hat und ein Beweis damit, dass sie sich auch größere Capital-Schiffe konzipieren und auch bauen können. Genau, die Kraken ist ein Mehrzweckleitträger. Hier können wir einmal uns den Grundriss auch mal angucken. Aber ich glaube mal, bevor wir jetzt richtig loslegen, werde ich einmal kurz den Trailer, dann gucken wir uns erstmal den Trailer kurz dazu an, dass wir wissen, worüber wir überhaupt sprechen. Muss ich mal ganz kurz gucken. Ach, den Trailer, wo habe ich den denn hingehauen? Ich habe so viele coole Sachen rausgefunden. Trailer, Kraken. Sehr, ja. Genießen wir den Trailer mal kurz dazu. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wer hat eigentlich von euch alles eine Kraken? Haut mal bitte im Plus raus, die wirklich eine Kraken am Start haben. Oder schreibt mal Kraken rein. Kraken! Bam! Wer hat so ein Ding am Start? Bin ich mal gespannt. Bengal Carrier, bam! Oh, der Bengal Carrier ist ein Riesenunterschied. Noch nicht, Blattbringer. Leider noch nicht. Ich begrüße uns. Auf jeden Fall fand ich den Trailer schon extrem cool umgesetzt. Ich Der hat glaube, auf jeden Fall was. da sind wir richtig abgegangen, Sentano, ne? Das war so geil. Ja, das kann ich mir bei euch vorstellen. Warst du schon dabei eigentlich? Nee, noch nicht. Der Trailer ist richtig cool. Der ist wirklich cool, auf jeden Fall. Busan. Moster. Wie soll ich echt. Busan Moster. Ich hoffe, dass das richtig ausgesprochen ist. Ich sag einfach mal Busen. Bosen, glaube ich, ist cool. Ich hoffe, Bosen, dass das richtig ist, so wenn ich das so ausspreche, dass es okay ist, Bosen. Oh ja, explizit, der war richtig geil, der Trailer, ne? Ich sag euch das. Da ging richtig die Post ab. You need someone you can trust. In this age of uncertainty, it's
time to take back your strength. It's time to release the Kraken. Sehr geil. Lass die Kraken frei. Lass die Kraken frei. Drake Interplanetary. Fry. We got your back. Und da meint er mal einfach so locker weiter. Und wegen die hat er die Piraten mal so richtig mal nackig gemacht. Also sehr, sehr cool. Ich habe auch noch ein paar schöne, coole Bilder nachher gefunden. Ich kann den Trailer einmal kurz raushauen. Für jeden, die den Trailer noch nicht haben, da ist der Trailer nochmal dazu. Und dann steigen wir jetzt weiter ein. Mal ganz kurz gucken. Ich gehe gleich nochmal mit der Information weiter. Das ist quasi der Grundriss der Kraken, wie die sich das gedacht haben. Warum macht er den Grundriss? Da ist der Grundriss. Dankeschön. Das hier haben wir den Grundriss, den können wir uns auch gleich ein bisschen genauer angucken. Und der Kraken, was eigentlich ganz interessant ist bei dem Schiff, ist eben, dass du mehrere. Das sieht aus wie ein richtiger Flugzeugträger, was ich interessant finde. Ich werde jetzt ein paar Sachen vorlesen, nicht wundern. Das andere mache ich jetzt. Da genau, Geschütztürme, 5 bemannte und 4 Remote-Geschütztürme bieten vollständige Abdeckung, geeignet für Verteidigung und Angriff. Die haben extra bewusst gesagt, dass es extra für Verteidigung und Angriff dringen kann. Und wir haben 5 bemannte und 4, das heißt 9 Geschütztürme. Und der vordere Turm, der ganz, ganz vordere obere Turm hier, der Turm, das ist tatsächlich ein Zeiss 7 Turm, der richtig, richtig Power hat. Also das ist wirklich schon ein relativ großer Turm. Genau, die Brücke befähigt deine fliegende Festung bequem mit der Übersicht von der Brücke mit modernster Technologie aus, die diese Schiffsklasse neu definiert. Das heißt, die haben hier auch gesagt, dass sie sieht zwar jetzt nicht so modern aus, aber sie soll neueste Technologie trotzdem auf jeden Fall auf der Brücke haben. Die Brücke hat mehrere Etagen, die gucken wir uns auch nachher noch von drinnen an. Das ist hier quasi die Brücke. Hier sehen wir den Aufbau der Brücke, auch auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Brücke. Erinnert mich wieder auch so ein Flugzeugträger. Und wenn das so nachher so richtig funktionieren soll, können da auch die Shots runterfahren. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Was meine, werde ich der Verbrecher dargestellt wird? Ja, das ist eine gute Frage, mein Pony. Ich denke mal, ein Verbrecher kannst du scannen, ne? Also es ist, ja, das ist eine sehr gute Frage, mein Pony. Interne Hangars, 2 Mehrzweckhangars für den Lagerraum von Vorräten, Fracht und Schiffe. Also wir haben hier nachher 2 Lagerräume, die sehen wir nachher auf einem anderen Bild. Und in diese Lagerräume kannst du entweder auch Schiffe lagern, Fracht und alles mögliche kannst du da drinnen auch noch lagern zusätzlich. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön, dass das Mehrzweckhangars sind. Das wusste ich vorher auch nicht so richtig. Sind aber Mehrzweckhangars, wo du alles mögliche drinnen lagern kannst. Landing-Plattform, 6 vielseitige Landeplätze, genau, unterstützt eine abwechslungsreiche Flotte. 4 Pads eignen sich für kleine Jäger, während die beiden oberen Plattformen mittelgroße Schiffe aufnehmen können. Das heißt, wir haben hier die beiden mittelgroße und hier haben wir die 4 Pads für die kleinen Jäger. Und dann haben wir noch die 2 internen Hangar. Also es ist auf jeden Fall schon richtig, richtig viel, was wir an Schiffen mitnehmen können. Der Frachtraum, was auch immer eure Flotte braucht, in der Frachthalle wird es gefunden werden mit einer kombinierten Kapazität. Mit einer kombinierten Kapazität von 3792 SCU steht für eigentlich jeden Zweck genug Platz zur Verfügung. Das heißt, das Schiff, das ist nach der neuen Berechnung, hat tatsächlich 3792 SCU ohne die Hangars, die beiden Multifunktionshangars sind nicht mitgerechnet. Holy shit, das ist mal viel. Kann ich mir so noch gar nicht vorstellen. Du dir wo, Zero? Das Ding hat so viel Laderaum wie eine Wano Merchantman, ne? Die mal Daumen. Ja, aber du musst halt auch sehen, dort müsste eine Cutlass reingehen in den Laderaum. Also in die beiden Hangars und den Rest die ja mit, deswegen kombiniert. Und die müssen also ganz schön hoch sein, ne? Ich glaube, das mit den 3000 noch was, ich glaube, das ist dies Jahr alles hier unten nur gemeint. 10 und 11. Na, wenn die kombiniert schreiben, dann ist es ja eigentlich aller Laderaum. Gute Frage, ne? Vielleicht finden wir es nachher noch im Q&A.
Dragonfly Bay. Das Heck des Schiffes besteht aus einer riesigen Frachtraum und einer Bucht, das als zentrale Anlaufstelle für Dragonfly oder andere kleine Fahrzeuge konzipiert ist, die sich schnell und dynamisch einsetzen lassen. Das heißt, wir haben noch eine extra Bucht, wo Dragonflies reinpassen. Das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Das heißt, wir haben die Schiffhanger, wir haben die Schiffe Pets, die oben drauf landen können. Plus zusätzlich haben wir noch den Laderaum, wo wir noch Dragonflies und andere kleine Schiffe oder Vehicles unterbringen können. Das ist natürlich auch sehr, sehr cool auf jeden Fall. Wie viele stand da leider nicht, aber ich glaube 4 Stück oder sowas. Pi mal Daumen waren das. Antrieb. Ein einfacher Zugang zur technischen Plattform des Schiffes ermöglicht die Crew, die Triebwerke mühelos in Gange zu halten und ihre fliegende Festung zu stärken. Also wie gesagt, also man soll auch überall, wie das auch typisch bei Drake ist, man kommt überall leicht an die Komponente ran, man kommt leicht an die Antriebe ran, man kann die Komponente gut tunen, verbessern, umbauen, umbasteln, noch umsetzen. Was ganz wichtig ist dabei nochmal zu sagen, dass wir keine Militärsachen verbauen können an Komponenten. Wir können tatsächlich nur Komponente der Industrieklasse und der, sag ich mal, Zivilklasse verbauen. Militärkomponente gehen leider bis dato nicht. Broschüre zu cracken. Gucken wir doch mal da rein. Was gab's denn da für eine tolle Broschüre? Nee, falsch. Warum macht er mir das falsche Video auf? Nee. Trailer. Warte mal, ich hatte noch ein anderes cooles Bild. Genau, offener Grundriss, der war eigentlich auch ganz cool, das Bild. Hier sieht man so ein bisschen offenen Grundriss. Hier sieht also die Dragonfly Base hier oben. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie du die jetzt anders rauskriegen solltest, Busio. Du musst quasi nach oben weg starten, ne? Also du kannst jetzt hier keine SUVs oder keine Fahrzeuge reinpacken. Du musst schon so einen Schwebemodus haben, damit du hier rauskommst, ne? Ja, vor allem musst du ganz schön hochschweben damit. Das, eigentlich ist es ja gar nicht mehr so, dass wir damit großartig abheben, oder? Das ist eine gute Frage, ja. Zumindest ist die Hangar Bay der Dragonflies hier oben. Und das müssen hier diese 3700 Units eigentlich sein, die hier. Der ganze Cargo-Bereich hier. Okay. Und hier haben wir natürlich wieder Türme. Das Schiff hat 8 Türme. Das ist echt verrückt. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt alle, ob die hier alle aufgezeichnet sind. 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß nicht, wie die. Vielleicht noch auf der anderen Seite irgendwie, die wir jetzt nicht sehen, aber 8 Türme hat das Schiff tatsächlich. Echt Wahnsinn, was das Ding an der Bewaffnung hat. Und das ist ein Light Carrier Pocket Multifunktionscarrier mit massig Feuerkraft auf jeden Fall. Also die Feuerkraft, wo die damals das Schiff vorgestellt haben, war ich tatsächlich überwältigt von der Feuerkraft, weil damit hätte ich nie gedacht, also das hätte ich nie gedacht, erwartet. Und was auch noch interessant ist, dass hier tatsächlich auch eine Train, also es fährt eine Bimmelbahn hin und her. Wenn du zum Beispiel deine Landingpads hast und wie zum Beispiel Sachen entladen oder beladen, fährt hier tatsächlich eine Terrassenbahn hin und her, wo du die Sachen ent- und beladen kannst, was eigentlich auch ganz geil ist. Also von hier ist wirklich sehr viel Technik drin an dem Schiff. Das ist wirklich eine schöne, geile Basis, was ich auch gesagt habe. Du hast eine fliegende Festungsstation, wo du dann quasi in deinen Nullsektor reinspringst mit deinen Leuten, mit deiner Organisation oder mit deinen Kumpels, wo du dann im Nullsektor optimal mit deinen Leuten operieren kannst. Und das ist wirklich auf jeden Fall eine schöne Sache. Finde ich schon richtig cool. Wer hat also von uns, wer hat eigentlich alles eine Crackmods aus der Orga? Weißt du das aus dem Kopf? Also ich wüsste es nur von dir. Gibt's nicht so viele, ne? Was ist das denn für ein Seitenbild? Oh, das ist auch noch ein schönes Bild. Das ist auch noch ein schönes Seitenbild, was wir haben. Hier sehen wir auch nochmal richtig schön aufgemacht. Das ist natürlich auch ganz geil. Ja, die haben die nämlich Docking Collars angebaut. Das finde ich auch sehr, sehr cool umgesetzt, diese Docking Collars. Du hast die links und rechts, wenn du an größere Raumschiffe andocken möchtest, hast du die Möglichkeit auch hier dieses umzusetzen oder an Station. Wenn du jetzt an der Außenstation bist, hast du ja deinen Docking Collar und kannst ohne Probleme auch an der Station andocken, um dann eben deine Sachen dann eben auch wieder aufzumunitionieren oder whatever, was du dann eben auch eben, dass du deine Kraken selber wieder, sag ich mal, die haue ich gleich gerne raus in den Klar. Mache ich alles sehr gerne.
Findest du auch bei uns hier nichts im Discord? Ist gerade noch im Aufbau. Diesen ganzen Chip-Showroom mit den ganzen Bildern, die ganzen Informationen, die ich zusammentrage, da wird es demnächst im Discord auch nochmal einen eigenen separaten Channel für geben. Und da findet ihr die ganze Chip-Showroom-Folgen findet ihr da wieder. Einmal das, was ich selber gesprochen habe, und einmal die ganzen Bilder. Könnt ihr das dann alles nochmal nachgucken, euch selber nochmal angucken. Und das mit den Docking-Collar finde ich so cool. Was ich aber geil finden würde, Sintano, wenn das hochklappen könnte und wegfahren würde, dieser Docking-Collar, wenn er nicht so bleiben würde, weißt du? Ach so, ja. Aber das könnte auch fast so sein, dass hier eine Schiene ist, oder? Weiß man nicht so genau, ne? So nach hinten, oder? Ja, genau, richtig. An Schiff ran, dass sie auch schmaler wird, so gesehen. Jupp, dass sie ranfährt, diese Docking-Collar. Weil die haben ja sonst keine Funktion. Das sind keine Landing-Pads. Die sind wirklich nur dafür da, dass du an Station... Dann hast du auch so einen Joystick, den du bedienen musst, dass du es dann wenig variieren kannst. Genau, richtig. Das wäre natürlich witzig, ja. Hau ich aber gerne erstmal raus. Na klar, den Link gerne doch. Zeus, für dich mache ich doch alles. Was haben wir denn hier noch Schönes? Genau, hier sieht man jetzt so ein bisschen den Innenaufbau noch. Und hier sieht man auch die Brücke so richtig schön aufgebaut, dass die Brücke mehrere Etagen hat. Da hast du hier noch ein Quarters, hast du nochmal wieder diese Dragonfly-Station. Und die Kraken, ich würde mal so sagen, die ist schon relativ selten. Ich glaube nicht, dass sie so oft verkauft wurde. Was hast du denn da für schöne Bilder rausgefunden, Busiro? Und zwar ist das was, was wir noch nie hatten damals, wo das rausgekommen ist. Und zwar ein richtig schönes, großes Modell, echt gebaut. Oh, das gucken wir uns. Und eben auch in Auftrag gegeben. Sehr cool, gucken wir uns auch nachher noch an, habe ich auch geile Bilder. Stimmt, sehr cool, danke Busiro. Stimmt, das ist geil. Ich glaube, bei der Raven hatten die so ein Außenmodell gemacht aus Holz noch, ne? Mhm. Und der mit der Dragonfly, aber das war tatsächlich so Citizen Con, wo die das Schiff vorgestellt haben, war so ein riesen Modell, was Busiro schon gezeigt hat, gucken wir uns auch nachher noch gemeinsam an, wo mitten im Foyer quasi, wo du reinkommst in die Halle, so ein riesen Modell da steht, ne? Was weiß ich, das Ding war so groß wie ein Mensch selber, ne? Das war schon cool. Ja, sogar ein bisschen größer. Mhm. Hier sehen wir die Dragonflies, hier sind die Zugänge zu den Dragonflies. Hier sind die Quarter Rooms oder Besprechungsräume sind hier. Muss man nachher gucken, wie das aufgebaut ist. Es gibt ja relativ viele Räume nachher für die unterschiedlichen Quarters. Hier sind die ganzen Landing Pads, die kleinen Landing Pads, wo du dann auch, wenn du gelandet bist, kannst du hier auch reingehen in deine Kraken dich und dann auch ins Mittel, also dann auch zu deinem Quarter hin oder neben zu deinem Quartier oder wo auch immer du hin möchtest in dieser Kraken, dieser riesengroßen Festung, dann eben mit der Bimmelbahn rüberfahren. Du hast tatsächlich hier eine Terrasse, die zeitgesteuert, kannst du die Terrasse rufen, die fährt dann dahin, die Terrasse, und holt dann deine Ware ab, oder die Terrasse bringt dich dann hin zu diesem Schiff, wo du gerne hin möchtest auf der Kraken. Ja, genau, Hostelo. Schade, jetzt muss ich sie doch kaufen. Das ist so oft, das ist schon ein paar Mal passiert, wenn ich so ein Schiff echt vorgestellt habe, dass sich dann Leute so ein Schiff gekauft haben. Ich glaube, das letzte, wo ich mich dran erinnere, war tatsächlich an unseren Nix-Fan, der hat sich eine Bano Merchantman am nächsten Tag gekauft. Wo ich das Ding vorgestellt habe. Auf jeden Fall ist das schon ganz cool aufgeteilt. Hier sind auch die anderen beiden Türme tatsächlich. Hier war der eine Turm, hier ist der andere Turm. Und dann kommen wir tatsächlich auf 8 Türme, mindestens. Krass. Also das ist wirklich, der Aufbau ist wirklich gigantisch. Und hier ist ja die Terrassenbahn hier drin, die von links nach rechts fährt. Also die Terrassenbahn, den kennen wir sonst auch noch aus dem Bengal Carrier. Der Bengal Carrier, der hatte nämlich auch eine Terrassenbahn gehabt. Ich suche mal das nächste coole Bild raus, worüber wir reden können. Landing Pads. Gucken wir uns mal kurz an. Hier sehen wir jetzt einmal, was hier natürlich auch interessant ist für uns. Das ist, wie gesagt, ist das natürlich ein Drake-Schiff. Und Drake baut natürlich da auch auf jeden Fall Drake-Schiffe rauf, um nur das eben vorzustellen. Hier sehen wir jetzt, dass hier jetzt zum Beispiel eine Bakunir gut draufpassen würde. Dann können wir hier die Bakunir landen und hier können wir dann reingehen. Aber hier wird auch alles Mögliche auch auf. Also du kannst ja auch eine Saber, eine Hornet, was weiß ich, alles landen. Das ist davon nicht abhängig. Hier passen, hier sind 2 M-Plätze. Zum Beispiel kannst du ja auch eine Cutlass 2 Stück landen, eine Warden, eine Terrapin, whatever. Oder eben eine Mantis. Was auch immer du da landen möchtest in Größe M, kannst du auch da landen. Ganz bequem und ist auch dann im Grid eben verankert. Dann gab es noch den Hinweis, vielleicht, wenn die es umsetzen sollten, dass hier vielleicht auch eine Cutlass landen könntest. Oder eben nicht nur eine Cutlass, sondern auch eine
Constellation, also der L-Klasse, wenn sie raufpasst, was raufpasst, passt rauf meistens, könnte ja auch noch raufpassen. Und dann hatte die Community quasi ein Anliegen gehabt, das hatten die auch im Forum rausgehauen, das möchte ich auch mal eure Meinung dazu wissen, weil das war ein ziemlich langer Thread sogar. Was haltet ihr davon, wenn diese, sage ich mal, diese Landestation, dieses Landingpad hier vorbeigeht, dass sie viel größer wird, wie das hier gezeichnet ist, sondern hier noch drüber weggeht, wie im richtigen Flugzeugträger die ganze Fläche ausgenutzt wird? Haut mal bitte ein Plus oder ein Hype raus. Also würde ich richtig, richtig geil finden, wenn sie das Landing Pad hier so gesehen verlängern auf die ganze Fläche und vielleicht noch einen Ticken länger machen würden. So wie das im heutigen Flugzeugträger auch ist. Genau, es geht heute um die Kraken OSG. Heute ist The Kraken, ist heute unser Thema. Das ist heute unser Schiff, worüber wir heute reden, was wir uns heute genauer angucken würden. Was würdest du dazu sagen, Posio, wenn sie das Landing Pad hier einfach länger machen? Wie im richtigen Flugzeugträger auch. Ich sag Minus, du wirst doch bloß noch mehr Schiff für weniger Geld. Ja, aber es ist doch geil doch. Oder wenn, du könntest doch mal mehr Schiffe auch transportieren. Ja, natürlich. Du musst ja auch den Aspekt sehen des Supporters. Ich sehe den Aspekt eher des Supporters. Okay, OSG sagt, nee, nicht mehr Schiffe drauf. Also finde ich nicht so gut. Was, kein Geld und keine Leute für Kraken. Dabei sind die Tintenfische meine Lieblings-Unterwassertiere. Okay, My Pony. Gut zu wissen. Warum nicht gleich 2000? Nein. Ja, das ist ja ein bisschen, ich weiß, was du meinst, OSG, ein bisschen länger, weißt du? Nur, dass es ein bisschen cooler aussieht, dass du da vielleicht eine Cutlass mehr raufkriegst. Das würde ich ganz cool finden. Dass man das Landingpad komplett einmal so ausbaut, optisch gesehen. Würde ich cool finden. Und was auch noch schade ist, was ich jetzt auch schon sagen kann, leider, aber wirklich, wirklich leider gibt es bis jetzt keine Medical Bay. Zumindest ist sie nicht bestätigt worden, so 100%. Ich komme aber später nochmal zu. Suche ich mal das nächste schöne... Fängt sie nochmal zu den Türmen, die du vorhin gesehen hast. Oh ja, sehr gerne. Die zwei fehlenden sind rechts und links. Genau, die hier, ne? Die fehlten, hinten, ne? Rechts und links. Neben deinem Kopf. Mhm. Ja. Die hier. Genau, dann kommen wir auf neun Türme, ja. Wahnsinnig, echt krass, wie viele Türme das Ding hat, ist echt unglaublich. Das Schiff ist eigentlich so ziemlich rundum gesichert, fast zumindest. Genau, für die Folgevision, alles klar, Neuland. Weiß ich Bescheid, auf jeden Fall. Sollte die Kraken auch... Ja, kann sie. Zeit gucken wir uns nachher an. Die kann auch in der Atmosphäre fliegen, sogar landen. Aber das sehen wir nachher noch Bilder zu. Und das ist auch ein Konzept, wurde auch darauf hingewiesen, dass die Kraken eigentlich eines der letzten größeren Schiffe ist, die tatsächlich noch die Kraft hat zu landen und zu starten. Das wurde tatsächlich bestätigt und ist sogar auch gewollt. Ah, da kommen wir sogar auch gleich hin. Das ist gar nicht mehr so... Oh, guck mal. Kraken Landepads, da kommen wir sogar jetzt sogar direkt hin zu dem Bild. Hier sehen wir nämlich jetzt auch schon das Bild, wo die Kraken tatsächlich gelandet ist. Das kommt natürlich darauf an, da muss man natürlich jetzt abwiegen, ob du auch mit der Kraken wieder hochkommst. Es soll wirklich schwer sein, solche Kraken zu landen. Und wenn du sie runterbekommen hast, dann kann es sein, dass du sie wirklich, dass es lange dauert, bis du sie wieder hochbekommst. Ja, mein Pony, das stimmt, das wäre natürlich fett. Aber das brauchen wir natürlich, wenn wir denn natürlich hier in der Atmosphäre sind. So ein Katapultstart wäre auf jeden Fall witzig, ne, vom Ding her, das stimmt. Nö, das glaube ich nicht. Auch wenn sie in Bewegung ist, nö. Da wirst du wahrscheinlich eine Landing-Automatik haben, Tim. Ich denke aber, es gibt wieder beide Sachen, dass du, auch wenn sie in Bewegung ist, kommt darauf an, wie die Geschwindigkeit ist. Dann kommt es auch darauf an, dass die ganzen Game-Mechaniken drin sind, auch richtig funktionieren. Damit meine ich jetzt, dass die Synchronität der Server funktioniert, dass es nicht so asynchron alles läuft, dass du zum Beispiel auch, wenn du jetzt fliegst, wenn du das Schiff bewegst, die Kraken, und du fliegst das Schiff an, du möchtest es gerne auch im Flug landen mit einer bestimmten Geschwindigkeit und beide Schiffe halten einigermaßen die Geschwindigkeit und alles läuft synchron, das heißt die Server-Technologien funktionieren gut, dann wirst du sie auch wahrscheinlich mit einer Automatik landen können, mit einer Flugautomatik oder auch selber landen können im Flug. Ich denke ja, dass es geht. Würde sogar funktionieren, tatsächlich. Würde sogar funktionieren. Oh, sehr nah, da macht mich fertig. Bosen. Ich sag jetzt einfach Bosen, so. Bosen würde vielleicht sogar funktionieren. Du könntest ja hier drüber ja theoretisch hier ankoppeln. Hier drüber. Klack, 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 klack.
Und dann könntest du die miteinander verbinden, die beiden Kraken. Das müsste eigentlich, könnte gut funktionieren, klar. Wenn du nachher Ship-to-Ship-Docking-Technologie draußen ist, dann müsstest du es docken können, jo. Ja, richtig, genau, My Pony. Genau, richtig. Und dann kannst du es ins Target nehmen und dann wirst du auch später wahrscheinlich auch die Landing Pads auch wieder ins Target nehmen können und dann auch landen können. Das denke ich auch. Genau, das wurde auch schon getestet, Swoopy. Ist relativ schwierig, weil die Server noch nicht richtig synchron miteinander laufen mit dem Client. Deswegen ist es wirklich schwierig, eine 3 also zu landen. Ja, umso schneller, umso schwerer wird es, wenn du so 50 oder, na, sag ich mal, das zwischen 50 und 70 fliegst, ach, dann cool. Geht's noch. Rotheimsfechter, vielen, vielen Dank. Oh, Dankeschön, dass du schon getestet hast. Mit 3.7 haben wir ja schon gesehen, ist die Synchronität ein bisschen besser geworden und macht sich sogar schon bezahlbar, was Wotan schon geschrieben hat. Mit 3.7 geht es sogar schon, im Flug zu landen. Sehr cool mit der Aero. Geiles Ding. Also geht schon. Sehr, sehr cool. Also zumindest kannst du die Kraken runterbringen. Es gibt natürlich auch bestimmte, sag ich mal, Raumschiffe, dass du auch wieder eine Kraken starten kannst mit Hilfe. Also die können dann quasi die Kraken wieder unterstützen, die Atmosphäre zu verlassen. Solche Raumschiffe gibt es auch. Das sind diese, wie heißen denn diese MPUVs? Diese Argo, sag ich mal, es gibt einen Argo-Verschnitt, die sind extra dafür da, genau, SRV, genau, Argo, die Argo SRV. SRV ist das Ding mit diesem Traktorstrahl und dann gibt es die MPUV Cargo und die Personal Transport. Genau, der SRV, den SRV meinte ich, danke Spati. Ja, und den SRV, damit wirst du dann die Kraken unterstützen können und kannst denen aus der Atmosphäre wieder raushelfen, ne, dass nicht so viel Sprit verballert. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Bild, wo sie gelandet ist. Danke nochmal, Busiro. Danke. Dann sehen wir jetzt nochmal einen richtig coolen Ausblick von der Brücke. Und das sieht doch mal richtig geil aus, oder Jungs? Diese epische Kanone, diese Brücke. Und das Krasse ist bei der Brücke, du sollst auch die Shots runterfahren können. Das heißt, du kannst die Shots runterfahren, dann kannst du dicht machen. Wie zum Beispiel auch bei der Enterprise, dass dir da kein Raumschiff reinfliegen kann. Oder die Brücke zu schnell kaputt geht. Also das fand ich schon sehr cool. Und alleine der Blick, wo du so längs fliegst und da ist der Planet, das sieht schon cool aus, oder? Ja, die kracht gleich im Wing rein. Aber sowas sieht auch so ein bisschen aus wie dieser X-Wing, genau, nur Wing. War das B-Wing damals in Star Wars? Die Bomber, das waren B-Wings, ne? Ja. Hießen die nicht X-Wing? Ne, X-Wing waren die mit den, die Dinge auseinanderziehen konnten. Was X-Wings, die konnte doch hier quasi diese Flüge auseinanderziehen und B-Wings ja, waren diese die Bomber. Y-Wing und so ein Kram. Oder Y-Wing? Ach, ich weiß es nicht. Ja, so ein umgedrehtes Y gab es, wo die hier immer da. Mensch, Darth Vader und die Truppen, die so drin gesessen haben, diese Truppentransporter. Genau, richtig. Ja. Aber ich denke mal, es soll eine Bakunier darstellen, ne? Denke ich mal. Aber sieht ja alles so ein bisschen Star Wars-mäßig aus, was ich aber nicht schlecht finde. Ist schon okay. Man merkt schon, dass Star Citizen noch ein bisschen Star Wars und Star Trek, dass man da ein paar Sachen tatsächlich wiedererkennt. Das ist auch okay. Das ist genau das Geistschiff. Das kann natürlich passieren. Und da kommen wir nämlich jetzt auch tatsächlich Idris unter Beschuss. Bam! Wer wird hier wohl gewinnen, Jungs? Oh, das Bild ist zu groß. Da muss ich mal groß machen. Wie cool sieht denn das Bild aus? Sintan, Entschuldigung, hau raus, was du sagen wolltest. Na, ich wollte gerade sagen, da werden Erinnerungen halt ein wenig wach, wenn man ein wenig so einen Bezug auf Star Wars hat. Ja, richtig, genau. Wenn man die Schiffe so sieht, ne? Auf jeden Fall ganz, ganz viele Erinnerungen. Finde ich schon ganz cool. Und guckt euch mal bitte das geile Bild an, wie da richtig mal die Idris raus richtig auseinandergenommen wird. Weil die Idris hat sich nicht in die richtige Position gebracht. Ist vielleicht auch nur Idris P. mal richtig auseinandergenommen. Oh, oh. Crazy, ich hoffe, dass alles okay ist bei dir. Crazy, ich hab dich total lieb. Und er wollte einfach mal was raushauen, was er kann. Holy shit. Crazy, was willst du uns damit sagen, Hase? Sprech dich aus, mir Jung. Was ist das für eine Sprache? Hey Mokka, grüß dich, wup wup, Namen. Schön, dass du da bist. Siehst du oben hinten am Anfang vom Text, das ist ein Base64 encodiertes Bild. Oh, kannst du den Browser in den URL aufrufen und dann ist das ein Bild, was man angucken kann. Okay. Das mache ich jetzt mal. Echt jetzt? Ja, du brauchst eine Image-URL, du brauchst irgendeine Image-Tag in HTML und dann, wenn du das einfügst als Quelle, dann siehst du das Bild. Aber da ist bestimmt ein Fehler passiert, der Crazy wollte bestimmt den richtigen Bildlink. Ja, das denke ich auch. Hau mal das Bild richtig raus, Hase.
Aber auf jeden Fall war das hat natürlich Aegis gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Da hatten wir das darüber gesprochen, dass Aegis ja dann eben die Idris K rausgebracht hat, also die Idris K, das Upgrade von der Idris P auf die Idris K, was quasi stärkere Waffen beinhaltet. Dann hast du bei der Idris K hast du einen vorhandenen Zeiss 10, einen Dynamic Hursten Laser, Beam Laser, Zeiss 10, da hast du vier Point Defense Systeme und zwei Missile Launcher. Das ist quasi der Gegenpart der Kraken. Und darauf hatten sie reagiert, wo der Drake dieses Bild rausgehauen hat, dass du da auch mal locker und gleich mal eine Idris auseinandernehmen kannst, was natürlich nicht so ist. Das ist natürlich nur eine Werbegeschichte. Ja, gucken wir uns gleich an, wenn wir gleich durch sind, Hase, machen wir gleich alles. Aber danke nochmal für den Hinweis, dass wir das gleich auf jeden Fall das abboten gleich noch. Ja, aber auf jeden Fall war das ein Bild, das war quasi eine Attacke oder quasi ein Trigger gegen Aegis war das auf jeden Fall. Da fühlte sich Aegis ziemlich anbepisst. Didi Maus, das weiß ich nicht. Kommt drauf an, wer wahrscheinlich. Das ist gut, eine gute Frage auf jeden Fall. Ich mag beide Schiffe sehr gerne. Ich finde beide Schiffe sehr cool. Aber du hast schon recht. Also die Idris ist schon gefährlich. Also wenn wir uns die Idris Sache mal angucken, noch mal im Vergleich, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr gefährliches Schiff. Auf jeden Fall fand ich den Vergleich ganz cool vom Bild her. Und dass Aegis dann darauf eben reagierte, hatte der mit der Idris K, fand ich ganz witzig. Kleiner Beschuss gefällig. So sieht das quasi. Oh, jetzt habe ich ein falsches Taskfenster genommen. Zack, ich glaube jetzt nochmal. So, kleiner Beschuss gefällig. So sieht das so ein bisschen aus, wenn die Kraken ein bisschen rumschießt. Also, es sieht schon auf jeden Fall sehr cool aus. Das kennen wir aus dem Video raus, ne? Das haben die aus dem Video rausgeschnitten. Wir haben uns jetzt noch mal, jetzt können wir uns noch mal ein bisschen, was ich und jetzt den Jump Point. Lass uns mal ein bisschen den Jump Point eintauchen. Den wollte ich uns auf jeden Fall auch noch mal, nee, das will ich jetzt nicht öffnen, bitte. Den Jump Point. Lass uns mal in den Jump Point reingucken, weil da gibt es nämlich auch noch ein paar schöne Informationen auf jeden Fall zu der Kraken. Aber ich fand das sehr, sehr interessant, dass von euch fast keiner eine Kraken hat. Ne? Ich frage noch mal, weil ich kann das gar nicht glauben. Schreibt mal bitte rein, alle rein, die eine Kraken haben. Oder ein Plus. Kraken oder Plus. Würde mich mal interessieren, ob irgendeiner noch eine Kraken am Start hat. Oder Idris. Schreibt mal Kraken, Idris oder wenn ihr beides habt, beides rein. Minus. Also Kraken. Minus, minus, minus. Ich gehe mal kurz zu den Kraken-Sachen rüber. Genau, hier geht das los mit der Kraken. Sie ist 270 Meter lang, hat eine Breite von 104 Meter und hat eine Höhe von 64 Meter, hat sechs Medium-Computer, hat Life Support, zwei Capital Life Support, eine Crew von 10, braucht es ungefähr. Zwei Capital Power Planets, Schilde auch zwei Capital, also so ungefähr wie eine 890 Jump aufgebaut. Armor ist Medium. Zu teuer, die ist wirklich teuer, hast du schon recht. Dafür haben wir dich, Chaos Rule, da hast du ganz genau recht. Dafür habt ihr tatsächlich mich, weil die, kann ich ja nochmal so sagen, die Kraken ist tatsächlich unser Community-Schiff. Mit der Kraken werden wir uns nachher später davon machen, werden wir sehr, sehr viel Spaß haben im Universum und die Kraken würde ich sehr, sehr stark für unsere Community einsetzen und die haben wir tatsächlich für uns. Die ist dafür tatsächlich da. Genau, was wir hier haben, ist viermal. Das ist echt krass. Guckt euch mal die Weapons an, die geplant sind. Armor, wie gesagt, ist Medium. Bei der, sag ich mal, bei der Idris ist es tatsächlich Heavy. Also die hat tatsächlich, und die hat auch mehr Power Plants und auch mehr Schilde. Also die Idris ist nochmal eine ganz, ganz andere Klasse, auch von den Power Planets her oder auch von den Komponenten her. Und ihr müsst immer noch bedenken, in der, sag ich mal, in der Kraken könnt ihr nur, sag ich mal, industrielle Komponenten verbauen. Oder Zivilkomponenten, keine Militärkomponenten, die passen nicht rein in der Kraken, das ist nicht vorgesehen. Von den Weapons her 4x S6 Man-Türme, das ist schon krass. Also das ist sogar ein Zeiss 8 Turm, Osiro, du. Echt okay. Ein Zeiss 8 Turm ist das da vorne. Zeiss 8, holy shit! Ich habe gedacht, das war immer Zeiss 7, Zeiss 8 Turm vorne. Die, denkt da dran, ne? Die Ship-to-Ship-Gun bei der Idris ist Zeiss 7. Übel. Ja, das ist schon ordentlich. Na, ich meine, der Turm bei der Nautilus ist ja auch Size 7.
Alter, ich hab gedacht immer, das ist Size 7, aber Size 8 ist ja übel. Und er hat das Ding nochmal, also das Ding hat 4, na 9 Türme, dennoch 4 mal Size 5 Remote-Türme. Also wenn du dir die Größen anguckst, der Türme, die da drauf sind, das ist schon echt böse. Das ist richtig, richtig viel Feuerkraft. Und das hatte mich so erschrocken, weißt du, wo ich das gesehen habe mit der Feuerkraft, das hat mich wirklich richtig erschrocken, du. Ja, aber du hast ja trotzdem einen Nachteil, ne? Zu bedenken, die meisten Schiffe stehen oben offen. Ja, das hast du recht, das ist natürlich klar. Aber ich meine jetzt von der Kraken selber, komm zu den Schiffen, da hast du recht, das ist ein großer Nachteil sogar. Und da ist der Vorteil auf jeden Fall auch wieder bei der Idris zu sehen. Aber die Turmbewaffnung ist einfach abnormal. Aber das ist eigentlich bei, sag ich mal, bei Drake, kennt man das ja, dass Drake immer wieder eine sehr, sehr starke Feuerkraft hat bei den Schärfen. Denken wir an die Corsair. Die Corsair ist ein Exploration-Schiff. Was da dann noch Exploration ist, ist eine gute Frage. Hat einfach eine verdammt hohe Feuerkraft für ein Exploration-Schiff, die Corsair, jetzt, wenn wir es darauf mal münzen. Genau, es heißt, Achtung, wie viele Size-Geschütze gehen denn theoretisch dran? Das ist eine gute Frage, ja. Müsst ausprobieren. Das kann ich so gar nicht beantworten. My Pony, kannst du das, Bozero? Die Frage, was von My Pony. Das heißt, Achtung, wie viel Size 1 Geschütze gehen denn theoretisch dran? Ein Size 8, so weit runter kannst du wahrscheinlich gar nicht gehen. Nee. Also wenn du ein Size 8 Geschütz hast, dann kannst du nicht so weit runter gehen. Weil das passt ja nicht, finde ich, mehr vom Aufbau her. Das passt nicht. Kannst du nicht so alle... Nee, das ist wie bei Raketenrex oder bei anderen Türmen auch. Du kannst ja... oder bei Waffen zumindest ist es ja so, du kannst die gimbeln, da... Größe mehr. Aber noch weiter runter geht nicht. Mm-mm. Hat ja auch keinen Sinn. Wer will denn dann noch weiter runter? Du könntest quasi einen Size-7-Turm ranmachen. Ich glaube, My Pondy meinte, dass man das irgendwie stapeln kann, die Size-1-Waffen, aber das geht nicht. Also bei Raketen gibt es auch so genau, wo tanzen. Da kann man auch quasi, wenn man einen Size-4-Slot hat, nicht bis unendlich weit runter gehen. Also es gibt gewisse Racks, die füllen halt den Platz dann aus. Mhm. Du kannst ja das Deck mit Flugabwehrfahrzeugen pflastern, das geht tatsächlich. Didymos, das geht tatsächlich. Also das haben die sogar gesagt, wo die Balliste rausgekommen ist, dass es funktionieren könnte, dass du die raufkriegst, jo. Ja, das Ding noch eben, wie gesagt, die 6 Hangar oder Landing Pads, Entschuldigung, die Landing Pads 4x XS und 2x S. Denn zwei integrierte Hangar, 16 Gastquartiere, also kriegst auch genug Leute drunter, 2 Cargo Base und eine Dragonfly Room, also Bucht. Und 3792 SCU. Das ist schon anständig. Und hier sehen wir jetzt quasi das Werk, wo quasi gerade die Kraken gebaut wird. Von Drake. Das sieht schon cool aus. Wenn ihr Fragen habt, so wie Wotans Wächter, einfach einen Effekt hier raushauen, dann direkt die Frage stellen, dann gehen wir auch ganz schnell auf die Frage ein. Getting so zum Torpedo abschießen wäre schon nicht schlecht. Das kannst du natürlich, ach so, du kannst diese ganzen Point-Defense-Systeme kannst du natürlich umbauen. Du kannst natürlich, aber das haben die auch gesagt damals im Live-Talk, dass du kannst diese ganzen Türme daraus kannst du Point-Defense-Systeme machen, klar, das funktioniert. Das kannst du natürlich machen. Hier sehen wir noch so ein bisschen die Konzeptphase, wie sich das damals vorgestellt haben. Das sah echt übel aus, wie sich das damals vorgestellt haben. Wie die Kraken mal aussehen sollte. Ganz, ganz schlimm am Anfang. Hey, Johnny, grüß dich. Schön, dass du da bist, John. Wupp, wupp, Nabend. Servus. Beieinander. Danke, schön, dass du da bist, Johnny. Gott sei Dank ist es das nicht geworden. Das sieht wirklich richtig schlimm aus. Also das hätte ich nicht gekauft. Und so haben die das dann so ein bisschen schon so hingebaut, wie ein Flugzeugträger so aussehen soll. Vision E2. So sieht das schon richtig cool aus auf jeden Fall. Die ist aber auch groß, ne? Der vordere Turm. Das ist echt ein Monster hier. Und hier sieht man jetzt auch so ein bisschen, jetzt wird es interessanter mit den Landing Bays. Hier wirst du auch eine Saber landen können, eine Hornet, eine Baconier. Alles in dieser Größe kannst du hier landen, dann kannst du hier direkt reingehen. Hier läuft dann quasi die Terrasse durch, wo du dann eben mit der Terrassenbahn hin und her fahren kannst, dass du nicht so viel weit laufen musst. Und hier ist der Size 8 Turm tatsächlich sogar. Und was mich bis jetzt heute, was ich mich immer... Redcore, vielen, vielen Dank für dein Follow, Dankeschön dafür. Danke für deine Unterstützung, Redcore, Dankeschön dafür. Willkommen bei uns und auf jeden Fall danke dafür.
Dankeschön, Redbird, dass du eingetrudelt bist. Was ich noch sagen wollte, hier sieht man das auch nochmal richtig schöne Bilder. Wie das hier alles so aufgebaut ist, das ist schon wirklich cool. Aber was ist denn das hier, Busio? Weißt du, was das hier sein soll? Dieses Ding hier, dieses Rohr hier? Das Rohr? Ich weiß nicht, Sensortechnik? Also ich habe immer gedacht, also das ist die Kloake. Weißt du? Irgendwo muss der Scheiß ja wieder raus. Ah, Spaß beiseite. Servus, meinst du? Warte mal, meinst du, bekommen ich die Kraken für Store Credits? Ja. Wenn du schnell bist, ja. Also du musst tatsächlich schnell. Also ich gehe davon aus, dass du sie mit Store Credits kriegen kannst. Du musst einfach nur schnell sein. Das wird wieder ein kleines, limitiertes Schiff sein. Klein ist gut, du weißt, was ich meine. Es wird, sage ich mal, eine kleine Anzahl an Store-Credits geben. Das waren die meistens, eigentlich mit jedem Schiff. Das war auch die Javelin so. Also, Redcore, ich bin davon sehr überzeugt, dass du sie für Store-Credits kriegst. Das war mit der Javelin so, das war mit der Idris so und das war mit der Kraken. Das wird auch im November so sein. Würde mich wundern, warum die das nicht mehr machen sollten. Ich denke schon, dass es ein kleines Kontingent geben wird, tatsächlich, Redcore, dass du dir noch eine Kraken schnappen könntest, ja. Ja, das spekulieren wir nachher noch. Und ich denke mal, dass sie gar nicht so weit weg ist, wie viele denken, weil das Interieur, das Exterieur von, sag ich mal, von Drake, sag ich mal, allgemein gibt es schon lange. Das Schiff ist schon ein Jahr da, es ist quasi schon relativ viel designt worden. Sie war auch schon in-game zu sehen, quasi das Exterieur zumindest. Deswegen glaube ich, dass sie gar nicht so weit weg ist. Aber das spekulieren wir nachher auf jeden Fall. Ja, die gab es auch, Spatti. Die Pioneer gab es letztes Jahr auch. Genau, Spatti. Wirst du dieses Jahr auch wieder kriegen, wenn du sie haben möchtest. Aber das sind limitierte Schiffe, das ist das Kontingent immer kleiner. Und Ghost Rider, wup, wup, schön, dass du da bist, mein Großer. Genau, und im Spiel wirst du sie eh nachher später kaufen können. Das ist richtig USG. Sollst dein Geld lieber sparen, hast du gar nicht mal so recht. Hast du natürlich recht, USG, wollte ich damit sagen. Wenn du das Geld über hast, du möchtest gerne CIG unterstützen, kann ich ja erstmal nochmal so raushauen. Denn mach es, wenn dich das nicht wehtut. Du hast die Store Credits vielleicht eh schon, weil du schon so viel Geld investiert hast in das Spiel. Du hast die Store Credits, du möchtest dich gerne vielleicht spezialisieren auf etwas, möchtest viele kleine Sachen einschmelzen, weil du so viele Sachen rumliegen hast, die du später gar nicht benutzen möchtest. Das machen ganz viele bei uns gerade in der Orga. Auch der Kasi ist einer von denen. Die schmelzen gerade ihr ganzen Kleinkram ein und kaufen sich große Schiffe. Kann ich verstehen. Dafür ist es natürlich ein schönes Schiff, sich das später im November zu kaufen, wenn es denn für Store Credits verfügbar ist. Wenn du das schon eingesetzt hast, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Erstmal das, das mit der Idris ist schwer zu sagen, weil es gibt die Idris, ich sag mal, die Idris-Klasse, gibt es drei Visionen, die Idris-M, da kommen wir nicht mehr ran. Das Ding kannst du abhängen, davon gab es 300 Stück von der Idris-M damals. Die wurden ganz, ganz früher verkauft, wo der, sag ich mal, der Start losgegangen ist für den Spendenmarathon damals. Wie nennt man das so schön nochmal im Volksmund? Sag mal, Hosiro. Oh, komm ich jetzt auch nicht drauf. Was meinst du denn? Wo die quasi angefangen haben, das Geld zu sammeln. Crowdfunding-Projekt? Genau, Crowdfunding-Projekt gestartet ist. Da wurde damals die Idris-M verkauft. Danach gab es die Idris R nicht mehr. Du kannst die Idris P kaufen bis dato und zu Idris P kannst du dir dann ein Waffen-Upgrade zu Idris K kaufen. Das ist tatsächlich möglich. Aber du hast quasi die Grundvariante, das ist die Idris P, also die Peacekeeper so gesehen, die kannst du dir holen. Genau, Kickstarter, richtig. Kickstarter war das richtige Wort. Dankeschön, My Pony. Genau, Kickstarter-Projekt. Wo ist das war? Da gab es damals die Idris M, die gibt es aber nicht mehr. Idris P kannst du noch erwerben für 1500 Store Credits vermutlich. Wenn du Glück hast, kannst du dir dafür holen. Und das Upgrade kannst du dir dann dazu, was vielleicht, wenn es nochmal geben sollte, dazu holen. Das Upgrade auf die Idris K wurde damals vor ein Jahr im November verkauft an alle Besitzer der Idris P. Ob es das nochmal geben wird, das weiß ich jetzt leider so nicht. Müssen wir abwarten, ob es das nochmal kommt. Aber ich kann dir das Upgrade nachher gerne mal zeigen, wenn du möchtest.
Red Core, das sage ich dir gerne nochmal. Aber die Idris, sag ich mal, die Kraken ist wirklich ein schönes, sag ich mal, Schiff. Du hast wirklich, die Kraken ist ein schönes Schiff in Richtung, sag ich mal, Unterstützerschiff. Du kannst damit optimal Leute supporten. Das ist jetzt kein Angriffsschiff, das ist jetzt kein, sag ich mal, sehr offensives Schiff, womit man direkt in den Kampf rein sollte. Aber du kannst damit deine Leute, deine Orga, du bist quasi eine Festung in sich, wo du optimal deine Leute im Grenzgebiet unterstützen kannst. Und das ist wirklich sehr schön, der Gedanke für das Schiff. Tusken, gucken wir uns auf jeden Fall nachher noch an. Auf jeden Fall, Tusken. Wir werden uns den Boot nachher noch angucken und bin ich gespannt, wer da gerade drin ist nachher. Und Nostos, schön, dass du da bist. Grüß dich, Nostos. Wie gesagt, Idris P. Und wenn es das Kraken-Update gibt und du hast die Store-Credits über die Idris, das Kraken-Update, dann auf jeden Fall auf die Idris K. Kraken-Killer-Upgrade. Weil das Idris K., sage ich mal, Update steht für Kraken-Killer. Cat liegt vorne, okay. Gucken wir uns nachher mal an. Und hier sind nochmal die Hangarbuchten. Das sind auch interne Hangar, wo die Raumschiffe auch geschützt sind. Die sind auch gar nicht mal so klein. Die sehen wir nachher auch nochmal. Da könnte auch gut eine Cutlass sogar reinpassen. Pi mal Daumen, das sind natürlich Vermutungen. Müssen wir nachher gucken, ob es wirklich so ist. Also hier könnte gut sogar eine Cutlass reinpassen. Ich mach mal kurz andere Musik an. So. Aber bestätigt wurde das nicht, was da alles reinpasst. Hey Nixi, schön, dass du da bist, Nixi. Nabend, mein Großer. Schön, dass du reinguckst. Ja, hier sehen wir nochmal schön den Aufbau. Ja, genau, die Bilder, die haben wir ja schon gesehen. Und das ist diese, was ich ja meinte, es gibt ja eine Terrasse, die ja von links nach rechts fährt. Diese Terrassenbahn, das ist die hier. Da haben wir dann zum Beispiel, können wir denn hier, wenn wir zum Beispiel ein Schiff haben, wir möchten quasi das Schiff löschen, sag mal ja so schön, oder sag ich mal, die Sachen, sag ich mal, den Cargo von den einen Schiff hier dann rein verlagern, also so als Umwerkschiff benutzen, dann kannst du hier das Schiff dann quasi deine Sachen reinpacken, deine Güter, und dann mit der Terrassenbahn können sie dann hier hingebracht werden und dann kannst du quasi dein Schiff entladen, zum Beispiel wenn du einen Prospektor hast, du bist fertig, bei dir ist alles voll bei der Prospektor, dann kannst du zu Kraken hinfliegen, deine Mineralien abladen, die Terrassenbahn kann es aufnehmen und dann hier zwischenlagern. Und das ist eben das Schöne, was ich damit meinte, dass du die Kraken wirklich als optimales Schiff benutzen kannst im Bereich Unterstützer, also Supporter-Schiff. Das finde ich wirklich schön. Also als Kampfschiff würde ich sie jetzt wirklich nicht unbedingt einsetzen wollen. Ich hoffe, Weiß. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie einen Gabelstapler hat. Zumindest hier hinten im großen Laderaum wäre das auf jeden Fall praktisch. Das stimmt wohl. Und hier sieht man noch so ein bisschen die Brücke, wie sie sich das vorgestellt haben. Die Brücke finde ich auch schon so schon ganz cool durchdacht. So ein bisschen Innenaufbau. Finde ich schon ganz cool, die Bilder. Und die Bilder, die findest du leider nicht so einfach. Da musst du tatsächlich... Hey, Zintos, grüß dich. Die findest du im Jump heute, die Bilder zu finden. Die sind schon ganz cool. Und schön, dass du da bist, Zintos. Grüß dich. Hier sieht man die Buchten zum Beispiel, wo die ganzen Raumschiffe nachher andocken und wo du die nachher End und B laden kannst. Das ist schon ganz cool. Hier sehen wir den echt großen, also der Laderaum, der ist mal wirklich sick, oder? Holy shit. Zintano, das ist doch mal ein Laderaum, oder? Buzero? Ja. Aber was wir hier gerade sehen in den Laderaum hier, hier unten geht was auf und hier ist eine Dragonfly, ne? Also du kannst ja alles Mögliche hier auch mitnehmen in den Laderaum. Das ja, ist gut, ja Wahnsinn. Wie bei jedem Laderaum. Du kannst da reinpacken, was geht. Genau, Wahnsinn. Also was du alles da nachher reinkriegst, ist ja der Hammer. Und hier hast du tatsächlich schon sowas wie einen Kran, würde ich sogar sagen. Hey, Racky. Grüß dich. Namen, Racky. Und hier haben wir die Dragonfly-Bucht, sage ich mal, Dragonfly-Bucht. Erstmal in Vehikel-Bucht, wo du deine Dragonfly, deine Nocks oder auch andere kleine Vehikels unter... bekommst. Eigentlich geeignet für die Dragonfly. Dafür wurde zumindest geworben, ne? Hier sehen wir die Terrassenbahn, den Kontrollraum dafür. Also sie haben sich da wirklich schon sehr, sehr viel überlegt, auf jeden Fall zu cracken. Genau, das waren eigentlich, das war der Jump Point zu cracken. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schöne Bilder und Eindrücke,
zu was das Schiff nachher alles fähig sein wird, ne? Also wirklich cool. Und die Feuerkraft ist natürlich, wie gesagt, auch nicht zu missachten. Das ist tatsächlich schon eine Festung, tatsächlich, wie die auch schon beschrieben haben, ist es eine Festung für eine kleine Organisation oder whatever im Grenzgebiet, um, sag ich mal, seine Leute optimal zu supporten, ne? Was wir auch nachher später machen werden, wenn wir soweit sind. Wenn die Kraken da ist, werden wir das auf jeden Fall auch umsetzen. Gehen wir mal zu den nächsten Bildern. Was haben wir hier noch? Schön. Oh, wieder den falschen Browser. Oh, ich muss mich mal einmal ganz... Bin ich nicht eingeloggt? Ich muss mich mal einmal ganz, ganz kurz einloggen. Ich muss mich mal kurz auch mit meinem Account bei CRG einloggen, sonst komme ich an die anderen Bilder nämlich nicht ran. So, haben wir gemacht. Weiter geht's. Das kriege ich nämlich wieder von den Crazy Ärger, dass ich da nicht aufpasse und meine Account-Daten zeige. Hat er auch recht. Das sind kleine Konzeptbilder, die mal gezeigt wurden damals. Das sieht natürlich schon beeindruckend aus, ne? Dieser Turm hier wieder. Und was ich eigentlich ziemlich cool finde bei der Kraken, dass sie auch wirklich aussieht wie ein Carrier. Die sieht wirklich aus wie ein richtiger Flugzeugträger in der heutigen Zeit, ne? Das finde ich eigentlich auch ganz cool, den Style. Der Gedanke ist schon cool, finde ich. Alleine die ganzen... Das ist ja auch tatsächlich auch bei den heutigen Flugzeugträgern, hast du ja auch mehrere Brücken so gesehen. Die ganzen Decks ist ja schon geil gemacht. Und das ist wirklich Size 8, das ist echt Wahnsinn, das ist echt krass. Weißt du, was geil wäre, Buziro? Was denn? Wenn das hier noch ein geiler Size 10 Laser wäre, hier, das hier vorne. Der Hex kriegt wieder nicht genug. Yeah! Alter, scheiße auf Idris, wo ist die Javelin, Alter? Ich komme hier mit meinem Size 15 Beam Laser, Alter, bam! Na, Spaß beiseite. Perfekt, und dann muss er schnell flüchten und sieht, ach Mist, keine Escape Codes. ja, das wäre natürlich schade, ne? Psst. BB sind Hano. Aber das könnte doch schon fast ein Size 10 sein, ne? Oder? Oder sowas. Genau, warum nicht Size 20? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, OSG. Nein, Spaß. Weil ist ja nur ein Witz. Ist ja nur Spaß. Ist natürlich kein Size. Ist gar keine Waffe. Die größte Waffe ist die Size 8 hier oben drauf. Und Raketen hat das Ding zum Beispiel überhaupt gar nicht, ne? Keine Raketen an Bord. Bis dato jetzt. Okay. Zumindest nicht, dass wir wissen, dass es Raketen hat. Ja, aber dafür hast du ja wieder die ganzen Support-Raumschiffe, ne? Richtig, stimmt. So, wenn du dann genug, da hast du genug Raketen dann nachher drauf. Wenn du eine Miss oder sowas dabei hast oder ein schönes, oder eine, irgendwie ein schönes Schiff auf jeden Fall in der Klasse, dann hast du einiges dabei, das stimmt. Weiß einer von euch, wie fern die Defender mit der Merchantman Symbiose. Ja, doch, Raki, das ist eine gute Frage. Eine Symbiose, das wurde noch nicht so hundertprozentig bestätigt. Auf jeden Fall kannst du andocken und die Vermutungen gehen dahin, was so ein bisschen auch gewünscht ist, wenn du die Defender andockst, das können wir uns auch gleich nochmal angucken. Wir gehen eh nachher nochmal in den Querschnitt rein. Dann kannst du vermutlich die Defender als Turm benutzen. Das heißt, du nimmst die Defender, du dockst sie an. An der Banu Merchantman und dann kannst du die Defender als Turm benutzen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ob es so kommt, ist eine Frage, aber die Idee steckt so ein bisschen dahinter von der Community her, was man auch leicht umsetzen könnte und nicht so ein großer Aufwand wäre. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie es so machen werden. Meistens hören sie auch oft, was die Community sagt. Und könnte ich mir vorstellen, dass sie das machen. Aber wir können uns das gerne nachher nochmal angucken. Raki, wenn du möchtest. Aber das ist tatsächlich der Gedanke, weil du hast nämlich auch oben die Plattform, wenn du dir die Bahn und Merchantman anguckst und die Defender jetzt dazu, dann könntest du die Defender quasi oben rauf machen, an den oberen Turm von der Bahn und Merchantman und das Ding wirklich als Turm sehr gut umsetzen. Und das gucken wir uns nachher nochmal an. Können wir gerne machen. Ich habe dazu sogar auch ein Video gemacht, fällt mir gerade ein. Wer will das denn nicht? My Pony. Gucken wir mal. Genau, wo sind wir stehen geblieben? Wo wollen wir hin? Genau, hier haben wir noch ein paar Bilderchen. Ich glaube, das waren aber die gleichen eigentlich. Ja, so ziemlich die gleichen. Hier sehen wir nochmal die... Hier sind nochmal ein bisschen die Pads ein bisschen gezeigt. Die Landepads, wo man dann drauf landen kann. Später hier kann man dann reingehen. Und hier läuft die Terrassenbahn dann eben längs, wo man dann eben überall hingebracht werden kann im Schiff. Und wo du dann auch das andere Schiff dann entladen und beladen kannst. Hier sehen wir die Hangar nochmal, wo wir reinfliegen können. Was glaubt ihr, passt da eine Cutlass rein oder nicht? Was tippt ihr?
Also die Idee wäre ja schon geil, wenn eine Cutlass-Größe reinpassen könnte. Wäre schon cool, oder? Ich denke mal, für eine Cutlass wäre es zu klein. Zumindest die sind unterschiedlich groß, ne? Wenn du zurückgehst, die linke Seite war kleiner als die rechte. Oh, ich hoffe nicht. Sag doch nicht sowas. Vielleicht kannst du variieren, dass du nur in der Mitte Cutlass und links, rechts kleinere Maschinen hast. Ich glaube, es gab sogar mal ein Bild von den Hangar. Das müssen wir gleich nochmal gucken, sonst... Ja, ich glaube, ja, gute Frage. Ich weiß, das sieht so aus, als wären die unterschiedlich groß, ne? Wo du das gerade sagst, ne? So ein bisschen, ne? Vom Ding her sieht das tatsächlich so aus, ja? Bin ich bei dir. Könnte eine Cutlass vielleicht reinpassen mit Chance? Gucken, was wir noch für Bilder haben. Ich glaube, haben wir nicht mal so ein... schwer zu sagen. Jetzt so auf Anhieb. Holy shit. Meint ihr, da passt eine Cutlass rein? Haut mal mit. Achso, warte mal. Cutlass Red wäre doch nicht schlecht. Ja, auf den Medic wäre auf jeden Fall. Du kannst auch eine Apollo darauf landen. Wenn du es so siehst, kannst du ja auf dem Mitteldeck. Also hier oben kannst du auch eine Apollo ab ohne Probleme landen. Dann hast du natürlich auch ein richtig krasses Medic-Schiff dabei. Das geht natürlich auch. Du kannst natürlich so ein bisschen variieren, was du für Schiffe mitnehmen kannst. Und das Geile ist sogar, du musst vorher die Pads belegen und dann kannst du auch Spore. Das heißt, das hat ja auch die Spore-Mechanik. Das heißt, du kannst deine Kraken reinfliegen. Deine anderen Schiffe müssen auch sein an diesen Hafen. Dann kannst du deine Kraken so, sag ich mal, einrichten an Schiffen, die dann auch da spawnen sollen. Das heißt, du kannst auch dann irgendwo hinfliegen in den Raum, auslocken, dann lockt dein ganzes Schiff aus, deine Kraken, du kannst zwei, drei Tage später wieder einlocken, dann hast du ein Terminal, dann kannst du dein Schiff damit spawnen, was du damit verankert hast. Das wird später auch funktionieren übrigens. Steht auch noch im Q&A drinne. Dass du tatsächlich die Möglichkeit hast, deine Schiffe, die du im Hangar hast, auch daran zu als Spawn-Punkt dann zu verknüpfen. Ich denke auch, dass es reinpasst, Temps. Ich denke schon. Ich hoffe, dass wir das Bild nachher noch sehen. Da sah das nämlich gar nicht so klein aus, der Hangar. Müssen wir mal gucken. War das nicht sogar... Warte mal ganz kurz. Jetzt bin ich natürlich neugierig geworden. Ich gehe mal kurz auf die Ship-Matrix-Seite. War da das Bild nicht sogar? Muss ich mal ganz kurz durchblättern. War da, hatte man nicht da den internen Hangar sogar irgendwo gesehen? Irgendwo ein Maßstab? Ja, da sehen wir. Guck mal, das ist der interne Hangar. Hier sind, nee, leider nicht. Nicht so hundertprozentig leider. Leider nicht so richtig. Aber guck mal, hier sehen wir die Bakunier drinne. Gute Frage, ne? Also, die haben ja nie hundertprozentig gesagt, was reingeht. Genau, richtig, USG. Das ist ein multifunktioneller Hangar, genau so ist es. Das ist ein multifunktioneller Hangar, wo du Raumschiffe mit eben aufladen, reparieren, munitionieren kannst, genau richtig. Und wo du auch Raumschiffe mitnehmen kannst, klar. Aber vom Ding her ist es quasi, kannst du es auch als Hangar benutzen. Haben die zumindest im Q&A reingeschrieben. Tod mit Gewalt geht alles rein. Genau. Na, Band. Hallo. Hi. Servus. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob wir eine Cutlass später da reinkriegen würden. Also wäre auf jeden Fall nice. Würde mich freuen, wenn die reinpasst. Aber größer muss das Ding wirklich auch nicht sein. Wenn Cutlass reinpasst, das passt denn schon. Von der Größe her. Genau, richtig. Primär ist es ein Reparatur-Dock. Genau, richtig. Richtig, USG. Sogar ein Italiener. Ja, genau, eine Retaliator. Bam. Könnte theoretisch vielleicht über beide Hangar reinpassen. Das könnte vielleicht sogar in Sinne, so schräg reinfliegst. Nein, Spaß beiseite. Das passt natürlich nicht rein. Aber was haben wir dann als nächstes? Oh, es gab damals eine Verkaufsbroschüre. Die war eigentlich auch ganz interessant. Ich weiß nicht, wer die alles kennt. Da kommen wir auch nachher später zum Verkauf, weil die Kraken, die konnte man nicht einfach kaufen. Man hatte tatsächlich, musste man sich auf die Kraken bewerben und durch die Bewerbung wurde dir eine Kraken angeboten oder nicht. Weiß nicht, wer das Prozedere noch kannte, da musste man sich dann quasi tatsächlich eine Bewerbung schreiben. Irgendwie ein Hinweis, warum möchtest du eine Kraken haben, was möchtest du später mit der Kraken machen?
Und da hast du dir eine Geschichte zu ausgedacht und dann bist du in eine bestimmte Welle reingerutscht. Es gab 7 Wellen, Welle 1 bis 7. Und wenn du natürlich, umso früher du dabei warst an der frühesten Welle, hast du noch eine Kraken abbekommen. Ich kann euch sagen, die 7. Welle hat keine Kraken mehr bekommen, so ziemlich gar nicht mehr. Ja, My Polly, wir haben doch eine. Und ich habe sie tatsächlich noch nachträglich bekommen, weil ich ein Ticket aufgemacht habe zu der Zeit, wo ich sie kaufen konnte. Und ich habe ein Ticket aufgemacht. Dadurch, dass ich ein Ticket in der Zeit aufgemacht habe, konnte ich sie 2 Wochen später nochmal nachträglich kaufen. Ja, tatsächlich haben wir eine bekommen, My Pony. Hattest du dich auch drauf? Wer hat sich eigentlich alles auf eine Kraken beworben? Hau mal bitte im Plus raus. Würde mich mal interessieren. Und in welche Welle warte ich? Ich war in Welle 3 zum Beispiel. Habe ich mal Welle 3 rein gleich. Dann kann ich mich noch erinnern. Welle 3, das war meine perfekte Welle. Welle 3. Und Welle 7, die hatten schon gar keine Kraken mehr bekommen. Ich glaube, das war schon aussichtslos, in Welle 7 noch eine Kraken zu bekommen. Ja, die sind auch nicht so wirklich nach den Bewerbungen gegangen irgendwie. Weil, also manche, die am Anfang mit dabei waren, die hatten dann irgend sowas reingeschrieben wie ich habe Kohle, ihr habt Schiffe, ich will kaufen. Sowas zum Beispiel. Ja, das ist schade. Also ich habe mir da wirklich was damals überlegt und was ich da reinschreibe. Ich habe mir wirklich was überlegt, was ich reinschreibe. Deswegen fand ich das ein bisschen schade, dass auch Leute da was bekommen haben, die einfach nur nichts reingeschrieben haben quasi. Nur so ein Blödsinn. Das hätten die ein bisschen besser aussieben können, oder? Posieren sie ein bisschen zumindest, ne? Ja, und danach kam sie ja sowieso nochmal in Verkauf für alle, ohne dieses ganze Bewerbungszeug und so. Nur im großen Package. Da musstest du das größte Package kaufen damals. Die hatten das ist gar nicht mal so lange her. Es gab damals ein Drake Completely Package, was irgendwie $3000 gekostet hat. Da war sie drin, tatsächlich, ja. Aber der musste aber auch erstmal die 3000 Orken hinlegen, ne? Für Zero. Jo. Yeah! Gönne dir auf jeden Fall. Gönne dir das Drake in the Capital Completely Package. Dann bist du voll dabei. Ich glaube, das wäre was für den Gravi gewesen, oder? Das ist übrigens der neue CIO von Drake und der hatte uns dann versucht zu erzählen. Er hatte versucht zumindest, der Ansatz, der war cool. Er ist der neue CIO, also Chief Information Office von Drake und möchte gerne Drake aus dieser Piraterie-Gerüchteküche rausholen und hat ein neues Konzept aufgemacht für die, sag ich mal, für die Kraken, um, sag ich mal, das Volk zu verstärken, um das Volk die Freiheit zu geben, eben sich selbst zu verteidigen und eben auch für Security und andere Firmen im privaten Sektor zu benutzen. Das war quasi der Slogan von den neuen CIO. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr den Stand jetzt nicht mehr habt, dass ihr nur so einen Piraten, sag ich mal, einen Stand hattet, den ihr jetzt nicht mehr habt. Jetzt seid ihr natürlich, verkauft ihr nicht nur an Piraten oder nicht nur Piratenzweck, sondern... Ja, ja, dann die Corsair. Die Corsair doch nicht, die ist doch auch auf jeden Fall, hat der neue CIO sich natürlich genau angeguckt und hat natürlich auch alles gemacht, dass es nicht an Piraten erinnert und auch nicht der Name natürlich nicht. Ja, der Corsair, der Name ist natürlich schon ein Programm, ne Jungs? Jedenfalls der CIO hat es zumindest versucht, er hatte das Bedürfnis gehabt, Drake in ein anderes Licht zu rücken, aber was ist er, Leute, er ist klicklich gescheitert, oder? Irgendwie ja. Aber auf jeden Fall, die Idee war nett. Der Wille war da, ja. Dann hatten wir ein bisschen die Valkyrie noch gehabt an denen. Das war an der Zeit, wo die Valkyrie auch noch vorgestellt wurde und verkauft wurde. Und auf jeden Fall auch Smalls, ne? Smalls, hau dir einen rein. Auf jeden Fall wurde damals auch vorgestellt und verkauft. War auch schnell ausverkauft übrigens. 4% geht los. 4% Alk. Habt ihr das überhaupt gesehen, Jungs? Also aufpassen, alkoholisches Getränk. Release the Kraken. Wie gesagt, ich war hin und weg von dem Schiff und wollte es als für Support-Zwecke gerne haben. Genau, hier sehen wir nochmal diesen schönen Hangar, der wirklich nicht klein ist eigentlich, finde ich schon groß. Also sag ich mal. Oder waren 5. Welle? Ja, gute Frage. Ja. Welle 1, Spaddy, Alter. Warum? Wie hast du denn das geschafft? Was hast du denn geschrieben? Nee, My Pony. Auf jeden Fall nicht. My Pony, nee. Ich weiß, man könnte das so denken, aber nein. Guck mal, wir benutzen für unsere Community, das wird unsere quasi...
sag ich mal, das wird unsere Basis sein, wie die das auch geschrieben haben. Wir werden den Slogan tatsächlich Folge leisten und werden den Slogan auch, wie der CIO auch gesagt hatte, auf jeden Fall umsetzen. Dass unsere Kraken wird tatsächlich eine fliegende Festung sein für unsere Community, damit wir zusammen Spaß haben. Und sie wird nicht piratenzwecksmäßig umgesetzt werden. Hier sehen wir nochmal schön die Dragonfly Bay, auch sehr schick auf jeden Fall. Hier sehen wir nochmal ein bisschen das Innenleben, wie es aufgebaut ist. Und der Docking-Collar, den finde ich so geil gelungen, ist schon cool. Aber theoretisch, wenn wir genug Computer-Power haben, Bosiron, wenn wir genug Computer-Power haben, können wir theoretisch alle Türme, die restlichen, sage ich mal, Türme, die wir noch haben, auch noch automatisieren, oder? Ja, aber unwahrscheinlich, oder? Weil wir nicht genug Computer-Power wahrscheinlich haben, ne? Theoretisch mit dem neuen Konzept, den die ja rausgegeben haben im Live-Talk, mit den Türmen, kannst du aus jedem Turm einen Remote-Turm machen. Also auch sogar ein Point-Defense-System. Theoretisch. Theoretisch könntest du aus jedem Turm hier ein Point-Defense-System umwandeln. Theoretisch. Wenn du genügend Blades hast. Wenn du genügend Blades hast, genau richtig. Das mit einem S8-Turm, ne? Ja, Alter, lass rocken, Baby! Wup, 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 wup. Ja, das bebbert mal richtig, das scheppert richtig denn. Holy shit. Genau, pflanzt doch einfach NPCs rein. Wäre auf jeden Fall eine Idee. Aber ich sag mal, bei Polydude, also ich denke mal, die Kraken kriegen wir schon gemütlich voll. Das ist ja tatsächlich solche Homebase, wo man hinfliegt, wo du umsetzt, wo du Leute triffst und dann Spaß hast und dann weiterfliegst. Das ist wirklich so ein richtig geiles, sag ich mal, Supportership. Was ich ein bisschen schade finde, ich hätte mir gewünscht, weniger Feuerkraft, jetzt haue ich echt was raus, hätte ich mir echt gewünscht, weniger Feuerkraft, dafür noch größer, vielleicht fast doppelt so groß und dafür Verkaufsräume. Das hätte ich mir gewünscht. Dass du tatsächlich im Outer Rim eine richtige Station hast mit Verkaufsräumen, mit Shops, wo du deine Ware noch direkt umsetzen kannst, mit verschiedenen Läden, mit verschiedenen, eine kleine Raumstation quasi schon. Das wäre geil gewesen. Eine mobile Raumstation mit weniger Feuerkraft und in dieser Hinsicht, das wäre fett gewesen, oder? Aber das hätte ich mir gewünscht tatsächlich. Geht los, die Maus. Machen wir so, lol. Ist klar, mein Großer. Ja, genau. Klingt ein bisschen nach Bahn und Merchant, man. Genau, richtig. Nur, dass du das, dass du noch die Möglichkeit hast, dass die Schiffe, sag ich mal, landen können. Die Schiffe können aufmunitioniert werden, die können dann ihre Sachen verkaufen und du kannst sie dann im Shop weiterverkaufen. Zum Beispiel kannst du dann, wenn die zum Beispiel Sachen verkaufen, die Leute, kannst du die Sachen einkaufen für einen bestimmten Wert und dann kannst du sie in deinen Shop direkt weiterverkaufen oder umsetzen. Das wäre schon eine geile Sache von der Idee her. Das hätte ich mir gewünscht. Ja, haben sich viele gewünscht. Ja. Aber vielleicht kommt ja noch so ein mobiles Modul für Auktions- oder sonstigen Kram. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Da gibt es viele Möglichkeiten tatsächlich, ja. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was sie da noch liefern werden. Gucken wir mal weiter, was wir noch Schönes haben. The Kraken. Das hatten wir schon gehabt. Kaufpreis lag damals bei $1,650. Wer damals eine Kraken haben möchte, das waren 1,650 Credits. Wir können noch mal ganz kurz reingucken, gleich in die Preisliste auch gerne. Jetzt muss ich mal Kraken. Das gucken wir uns gleich an. Ja, Schiffspreise gucken wir uns noch mal an. Oh, schönen Dank. Warum habe ich eigentlich immer den falschen Fokus auch? Ich weiß, 1650 waren auf jeden Fall Store Credits. Das wissen wir. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo ist hier überhaupt die Kraken? Alter, ich. Müssen wir mal hier irgendwie sortieren. Ach, machen wir einfach Preis. Ja, Kraken. 1650. Also mit Swarbound konnte man sie damals tatsächlich mit $1,400 erwerben. Und mit Store Credits 1650. Oh ja. Auf jeden Fall, Didi Maus. Was geht, das geht. Nee, Spaß beiseite. Auf jeden Fall ein stolzer Preis, oder? Ist das zweiteuerste Schiff so gesehen, was verkauft wurden bis jetzt. Und hier sieht man so ein bisschen den Anstieg der Idris. Die kam mal 1250.
ist dann angestiegen, Warbound auf 1300 jetzt und mit Store Credits, wenn du jetzt eine Idris kaufen möchtest, bist du auch schon bei 1500 Store Credits. Dann möchtest du das Idris K Upgrade noch haben, dann bist du bei 1800 Pi mal Daumen, 1900 schon fast. Weil Idris K ist schon wahnsinnig teuer geworden, wenn du das Upgrade, Waffen-Upgrade Kit dazu haben möchtest. Und was ich ganz interessant fand damals, die Idris M ist für einen Klappen, es wurde für einen Tausender verkauft. Und dadurch konntest du sie, die Idris M konntest du noch von Account zu Account verhandeln. Das heißt, wenn du die Idris M hattest in deinem Account, dann konntest du sie einen Kumpel schenken. Das heißt, du hast vielleicht einen coolen Freund gehabt, den wolltest du gerne einen Gefallen tun und du möchtest ihn gerne in die Idris M giften. Hattest du die Möglichkeit, weil der Preis genau bei 1000 Dollar lag, konntest du sie von deinem Account auf einen anderen Account giften und verschenken. Deswegen hatte die Idris M so einen hohen Verkaufswert, auch im Schwarzmarkt gab von 3000 plus Dollar. Das heißt, du konntest damals eine Idris M dir erkaufen auf dem Schwarzmarkt für 3000 Dollar, die dann auch auf deinen Account vergiftet wurden konnte, was nicht mehr so gesehen funktioniert bei der Idris P, weil die Idris P zu teuer ist. Nochmal ein kleiner Hinweis zu Idris MP. Aber trotzdem ein stolzer Preis. Deswegen kann man die Kraken auch nicht giften oder verschenken. Das geht nicht, weil die zu teuer ist. Gucken, was wir noch Schönes haben. Genau, das waren zu den Preisen. Was ist das denn? Achso, das können wir uns nachher. Achso, Q&A. Dann können wir jetzt doch mal. Jetzt gucken wir uns erstmal noch schöne Bilder an. Genau, das sind nämlich auch sehr, sehr coole Bilder. Das war quasi damals, das war letztes Jahr, 2018 war das, vorletztes Jahr. War das echt schon vorletztes Jahr, Bosiro? Ja, ne? Nee. Das bin ich verwirrt. Ja, doch, na klar. Das war vorletztes Jahr, ne? Nee, letztes Jahr. Letztes Jahr, meine ich doch. Meine Herren. Raki, vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Wie lieb ist das denn von dir? Dankeschön dafür. Du, danke für die Tonspur und vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön dafür. Was ich sagen wollte, das ist cool, dass sie sowas aufgebaut haben. Ne? Kamst du rein, sag ich mal, in das Foyer zu CitizenCon, dann wirst du erstmal begrüßt mit so einem geilen, sag ich mal, so einem geilen Modell, oder? Sehr cool, ne? Danke, Raki, nochmal. Hammer. Da macht das natürlich gleich viel mehr Spaß, auf jeden Fall. Noch ein Bild zu schießen von. Wenn du mal die Catalyst Black jetzt anschaust, die oben drauf steht, das ist schon ein Riesenteil, wenn das in den Hangar rein soll. Ja, stimmt, hast du recht. Die Catalyst ist schon ganz schön groß, ne? Die Frage ist nur, ob die so bleibt, ne? Oder ob die vielleicht sogar teurer wird, ne? Das wird natürlich auch noch interessant. Vielleicht wird sogar tatsächlich die Kraken noch größer, wie sie eigentlich ist. Die ist ja jetzt 270 Meter lang und ich kann mir vorstellen, dass sie noch ein paar Meter wachsen wird. Weiß man natürlich nicht genau, aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. Aber auch ein sehr, sehr schönes Bild hier, ne? Sind das die gleichen Bilder, Busio, die du vorhin auch geschickt hattest? Ja. Mal zum nächsten Bild. Hier sehen wir das nochmal von der Seite, ist leider nicht ganz so scharf, aber hier sieht man nochmal, hier sieht man auch, Dragonflies würden hier richtig viele raufpassen und hier kriegst du natürlich auch eine Saber gut runter, also auf jeden Fall. Hey Captain Whisky, wupp, schön, dass du da bist und vielen, vielen Dank, Bam, Dankeschön Captain Whisky für dein Follow, wie lieb ist denn das von dir? Dankeschön für den Support, vielen, vielen Dank, dass du hier eingetrudelt bist, Dankeschön dafür, Captain Whisky, guten Abend und grüß dich, schön, dass du da bist. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Bild. Und hier sieht man noch, dass man hier reingehen kann. Hier ist dann, wie gesagt, die Terrassenbahn. Dann kannst du hier deine ganzen Sachen entladen, beladen und auch umsetzen nachher in der Kraken. Sehr cool auf jeden Fall. Und hier siehst du nochmal so ein Grey Cat, dass das wirklich groß ist, so ein Pad. So ein Pad ist wirklich nicht klein. Also, und hier ist ein Gabelstapler. Wer wollte den Gabelstapler haben? Wer meldet sich? Gabelstapler ist auch hier. Wupp, wupp. Gabelstapler, ist doch da. Und das ist tatsächlich aufgezeichnet von CIG. Den Gabelstapler hat CIG selber gebaut und hingebaut. Den können wir später auf jeden Fall in der Crowdfunding-Phase noch erwerben. Damn. Anwesend. Genau, Spatty wollte ihn haben. Da hast du den Gabelstapler. Sogar so richtig noch mit Öldruck und so. Oder mit Gasdruck. Hier ist er. Hier, White wollte auch einen haben. Hier ist er. Hier ist er, Jungs. Da ist der Gabelstapler. Ja, das wäre doch witzig. Wahrscheinlich, warum nicht, Swoopy?
Die werden irgendwann hauen die das bestimmt raus, so ein Gabelstapler, nur um uns zu ärgern. Da werde ich mit euch. Irgendwann werdet ihr das haben. Aua, ja, und hier sehen wir nochmal ein geiles Bild von oben, was auch sehr, sehr schön aufgenommen ist, mit einer schönen Qualität übrigens. Das Bild, das kann ich auch, ich kann den Link gerne nochmal raushauen, weil das wirklich ein schönes Bild ist. Hier sehen wir tatsächlich nochmal die ganzen Pets, die sie hier aufgebaut haben mit den Fahrzeugen. Und das ist die Zeiss 8 Waffe. Zeiss 8 Turm, Entschuldigung. Und hier sehen wir den Gabelstapler, der voll intakt ist und richtig Gas gibt. Hier sehen wir dann ein paar Container, die quasi in den Laderaum transportiert werden können. Und das wird echt eng mit der Cutlass, dass sie unten reinpasst. Das ist wirklich groß, das Ding. Die ist zu hoch, würde ich schon fast sagen, ne? Sintano? Ja. Das ist eindeutig zu groß. Die ist zu hoch einfach. Die müssen das Ding wirklich noch größer machen, dass sie reinpasst, oder Jungs? Ja, das wäre schade halt. Wenn du eine reinkriegst, wäre ja schon genial. Ja, müssen wir gucken. Vielleicht setzen sie das ja um, dass sie reinpasst. Mal gucken, wie gut die drauf sind, die Jungs. Kommt immer drauf an, wo ist das Schiff? Wer konzipiert das Schiff? Wer baut das Schiff? Wenn das in England gebaut wird, in Manchester, dann können wir davon ausgehen, dass sie noch 50% wächst. Bäm! Also ab nach England mit dem Schiff. Bitte, 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 Engländer in Manchester, baut die Kraken in Manchester. Dann haben wir das Glück, dass sie vielleicht sogar doppelt so groß wird. Nein, Spaß beiseite. Ich freue mich nur. Ich finde das Schiff einfach cool. Und ich freue mich auf den Total, auf den heutigen Abend. Vielen, vielen Dank alleine an den Support heute. Hört mal alle in Love raus. Vielen Dank für die Leute, die heute da sind. Dankeschön dafür. Vielen, vielen Dank für den coolen Support, dass ihr heute dabei seid. Alleine dieses Modell zu bauen, war doch schon ein richtiger Aufwand, oder? Das war doch bestimmt richtig umfangreich, das Modell zu bauen. Vielen, vielen Dank, Leute. Dankeschön. Weiß das einer, ob das CIG umgesetzt hat, oder war das ein Fanmate, der es gebaut hat? Man muss ja auch CIG gemacht haben, wusste ja keiner was von, ne? Das war auch gar nicht mal so klar. Im Auftrag oder so ein Kram, wer weiß. Im Auftrag, ja. Das haben die bestimmt nicht selber gemacht. Das Ding muss ja auch richtig groß sein, das Ding ist ja fast so groß wie ein Mensch selber. Du brauchst ja die Metadaten dann für allein schon. Stimmt, hatte ja keiner gehabt. Du musst ja wissen, welches Scale die haben und so und auf Winkel und sowas, Das kannst du nicht einfach so aus dem Stegreif mal nach dem Bild machen. Nee, nee, hast du recht. Das haben die schon vorher produziert für den Empfangsraum, ne, und den reingestellt. Das stimmt. Genau, und was eben interessant war, was ich noch dazu sagen wollte, genau, jetzt können wir zu langsam zur Gerüchteküche tatsächlich rüber. Wie sieht das aus? Wann kann die Kraken kommen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Kraken könnte... Eigentlich, tja, haut mal bitte eine Schätzung raus. Also ich tippe mal, dass sie nur noch ein Jahr dauert. Ich denke mal, in einem Jahr kann die Kraken tatsächlich schon da sein, weil erstens haben wir die 890 Jump, die ist schon draußen, das ist quasi schon das größte Schiff. Haut mal bitte eine Jahreszahl raus, was ihr tippt. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie noch ein Jahr braucht, weil die das ganze Interieur haben sie, das Exterieur haben sie theoretisch auch. Sie können quasi relativ schnell die Kraken fertigstellen. Also das könnten sie eigentlich relativ schnell umsetzen. Da hätten die das nächste größere Capital Schiff drin, zum Vergleich der 890 Jump, so gesehen. Ne? Mal 2023. Zu 4-0. Wäre auf jeden Fall geil, Neuland. Zu 4-0, das wäre ein bisschen zu früh, da kommt die Herkules schon raus. Wäre geil auf jeden Fall. Wer weiß. Vielleicht können wir uns auch noch überraschen lassen. Ich werde den Q&A schon mal langsam aufmachen. Der Q&A darf natürlich nicht fehlen. Zu cracken. Genau, da kommen jetzt noch ein paar interessante Fragen, auf die wir gleich eingehen werden. Auf jeden Fall erst nach der Idris. Das ist eben die Frage, die Maus. Wann kommt die Idris raus? Die Idris sollte ja theoretisch, ist sie ja schon fast fertig. Die Idris ist ja quasi schon in Ingame-Action. Die Frage ist so, wann kommt diese blöde Idris raus, ne? Die könnten sie ja theoretisch schon relativ schnell umsetzen und rausbringen, aber durch Squadron 42 bringen sie sie einfach noch nicht raus, weil sie wird wahrscheinlich, die Idris wird wahrscheinlich erst mit Squadron 42 kommen. Ich glaube, die wollen uns vorher nicht so spoilern und deswegen warten sie noch mit der Idris, bis sie rauskommt. Wenn Squadron 42 rauskommt, dann sollte eigentlich auch die Idris nicht mehr fern sein. Vielleicht sogar direkt mit den Starters, die sagen, hey, Squadron 42 geht live, hier habt ihr Squadron 42, viel Spaß damit, habt Spaß. Und zum gleichen Zug, zur Feier des Tages, geht die Idris P. dann auch in Squadron in Star Citizen, wird sie Einzug erhalten. Da müssen wir schauen. Könnte ich mir aber gut vorstellen, dass sie das machen werden, oder, Buziro? Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, genau, richtig, OSG. Entweder parallel, dass beides zur gleichen Zeit rauskommt, oder zumindest nach Squadron 42. Genau, richtig. Genau, schützt die Schilde der Kraken auch die Schiffe auf den Landing Pads? Natürlich ja, aber nur bis jetzt nicht mehr. Es gab mit der alten Schildtechnologie war es tatsächlich so, dass die Schilde noch die Schiffe geschützt haben, die drauf gelandet wären. Aber die Kraken ist ja noch so weit hin. Jetzt gibt es die neue Schildtechnologie. Und ihr wisst ja, die neue Schildtechnologie passt sich der Schiffhülle an. Und dadurch werden die Schiffe auf der Kraken nicht mehr geschützt. Das heißt, die Schiffe, die auf den Landingpads sind, werden nur durch ihre eigene Schilde geschützt von den Schiff selber, wenn das an ist. Wenn die Schilde deaktiviert sind auf den eigenen Schiff, auf den Landingpads, ist kein Schild aktiv und die Schiffe können schnell runtergeschossen werden. Also kein Schutz mit der Schildmechanik der Kraken selber. Also ihr habt kein Capital Schild zu Schutz eures Schiffes. Also das wird leider bis dato jetzt nicht mehr sein. Kann man einen Quantum Travel starten, während das Schiff oder den Mensch in äußeren Landingpads befindet? Ja, das geht mit dem Schiff auf Decks, genau. Also es ist kein Problem, wenn die Schiffe am Deck seid oder wenn ihr da längs läuft, ist es natürlich nicht ratsam, wenn das Schiff in den Quantum Drive übergeht, also in den Quantum Travel startet und ihr befindet euch dann auf den Pads oben, sollte trotzdem kein Problem sein, aber Schiffe und alles andere sind dann quasi im Grid verankert und springen automatisch mit, das ist gar kein Problem. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, haut gerne in AdFaxi raus, dann gehen wir sehr, sehr gerne auf die Frage ein und dann sprechen wir auch gerne über alles Mögliche. Richtig, genau. Steht es sogar auch im Q&A hier schon drin, haben die damals schon gesagt. Nixi, wie geil bist du denn? Vielen, vielen Dank, dass du ein Abo an Wotans Wächter verschenkt hast. Wie lieb ist denn das für dir? Dankeschön dafür. Vielen, vielen Dank, Nixi, dafür. Dankeschön für die geile Unterstützung. Alles klar, bam! Vielen, vielen Dank, Nixi, für deinen geilen Support. Immer wieder, Dankeschön dafür, mein Großer. Das ist echt lieb von dir. Das ist das 61. Abo, was du hier verschenkt hast. Dankeschön für den geilen Support. Haut mal alle Ausrufezeichen, Love House. Dankeschön dafür. Echt lieb von dir. Mein Nixi, Dankeschön für die geile Unterstützung. Echt lieb, danke. Kommen wir später nochmal zu Raki. Eine kleine zumindest tatsächlich. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den geilen Support an den heutigen Abend. Dankeschön dafür, Jungs. Sound resumed. Ja, genau. Also die Schilde der Kraken unterstützen oder beschützen nicht dass die Schiffe auf den Landingpads. Leider nein. Die Schiffe, die du in der Kraken geparkt hast, die sind natürlich geschützt durch die Hülle von der Kraken und auch durch die Schilde, aber nicht die Schiffe, die auf den Pads drauf sind, durch die neue Schildtechnologie. Ja, das mit dem Quantum Drive hatten wir auch gerade gehabt, dass zum Beispiel alle Schiffe, dass sich eine Blase drumherum ergibt, wenn du den Quantum Drive startest, dann ergibt sich eine Quantum Blase und in dieser Blase springt dann alles quasi mit, alles was sich auf den Pads befindet, kann man so abkürzen. Wie wird sich das Landen auf der Kraken gestalten, wenn sie sich bewegt? Genau wie bei der Idris und anderen Schiffe, bei denen du während der Bewegung landen kannst. Wir bieten allen den Funktionen ein automatisiertes Landen. Also wie gesagt, das ist ja das, was wir schon hatten, dass du auch automatisiert landen kannst, die es nicht selbst machen wollen. Also wie gesagt, hatten wir ja schon auch gehabt das Thema. Es wird auch da das kein Problem sein, wenn die Idris sich bewegt in einer bestimmten Geschwindigkeitsrange, kannst du auch automatisch landen. Da wird es eine Automatik für geben, wenn sie verbaut ist. Das wird dann eben länger dauern. Wenn du natürlich alleine schnell landen kannst, hast du natürlich den Vorteil, dass du schneller alleine dein Raumschiff landen kannst. Und der Landecomputer, das dauert natürlich alles länger und ist dann kannst du nicht so schnell landen. Ne? Das ist dann immer, musst du immer abwiegen. Musst du jetzt schnell landen? Musst du ein schnelles Manöver hinlegen, weil du vielleicht angegriffen wirst oder irgendwas gerade passiert? Musst du abwiegen, ob du den Landecomputer benutzen möchtest oder ob du selber schnell landen möchtest? Kann man auf der Kraken-Schiffe spawnen? Wenn du da, genau, das ist eine sehr coole Frage. Wenn du deine Kraken spawnst, kannst du andere Schiffe, die dir gehören, auf
und in diesen spawnen lassen. Das ist das, was wir auch schon hatten, das haben wir auch schon vorhin beantwortet. Aber diesen Zeitpunkt können keine weiteren Schiffe dynamisch auf der Kraken gespawnt werden. Das ist im Prinzip das gleiche Prozedur wie zum Beispiel einer Constellation mit dem Bodenfahrzeug im Laderaum, was da auch kommen soll. Das ist einfach so, wenn du zum Beispiel deine Schiffe hast, du hast sie gelandet und du spawnst dein Raumschiff, ja, dann können deine Raumschiffe, die dir gehören, diesem Schiff zugewiesen sind, auch wieder respawned werden. Was auch zum Beispiel nachher bei der Constellation auch gehen soll, wenn du dein Ursa-Rover in deiner Constellation hast, dann kannst du auch dein Constellation, dein Rover auch in deiner Constellation spawnen. Aber das ist ja noch nicht so weit, das ist diese Game-Mechanik leider noch nicht drinne, leider. So, was haben wir hier noch Schönes? Was passiert mit den geparkten Schiffen, wenn der Pilot sich ausloggt? Und was passiert, wenn sich der Pilot eines geladenen Schiffes ausloggt? Bleiben diese persistent bei der Kraken verschwinden oder ist die Plattform dann frei für weitere Piloten? Die Kraken wird sich auch den aktuellen Regeln unterwerfen. Ist der Besitzer offline und niemand anderes auf dem Schiff, so despawned ist? Also es ist so gesehen, dass die Kraken auch despawnt, wenn quasi keiner die Berechtigung hat oder der Besitzer des Schiffes weg ist. Du kannst Berechtigung vergeben, zum Beispiel an bestimmte Personen. Wenn der Besitzer zum Beispiel schlafen geht, dann und der andere, sage ich mal, der diese Berechtigung hat, dann bleibt das Schiff quasi immer noch da und die Leute, quasi die Schiffe, die da drauf sind, despawnen dann auch nicht. Wenn der Spieler das Schiff, genau, das hatten wir gerade gehabt, Kraken, dieser Despawn zerstört, bleibt das Schiff auf der Kraken, die bis zum Despawn zerstört wird oder der Besitzer sich wieder einloggt und losfliegt. Okay, kommt es wieder und die Kraken ist despawned, wird es sich an dem Punkt im All befinden, an welchem sich zu diesem zuletzt war, obwohl sie samt seines Schiffes zerstört, muss er sie neu anfordern, alles klar, dann ist auch alles kaputt, okay. Also kurz zusammengesetzt, dass wie wir es hatten, wenn das Schiff kaputt geht, du bist quasi ausgeloggt, irgendein anderer Benutzerschiff, es geht kaputt, dann musst du das Schiff wieder respawnen mit den Schiffen da drauf. Okay, eigentlich alles, was wir schon mal hatten, ne? Genau, finde ich eigentlich relativ okay. Was sagst du, Zero, zu dieser Schiffen? Die du da drauf mit den Landingpads füllen kannst, ist okay, glaube ich, ne? Dass man es vorher ansagen muss, meinst du? Ja. Ja, irgendwie muss man es ja sagen, doch, ist schon okay. Also wieder spawnen kannst du sie ja auch nicht, wenn sie kaputt gehen. Nee, dann geht's auch nicht, ne. Dann kannst du nicht wieder spawnen, nee, das geht nicht. Dann musst du alles, dann musst du die Kraken respawnen, genau richtig. Wenn dann das Schiff kaputt geht, die Kraken, und die Schiffe, die du da drauf verankerst hast, die sind dann auch kaputt, dann musst du alle respawnen, ne? Weiß ich nicht, wenn du die nicht drauf geparkt hast und die vielleicht irgendwo anders parkst, dann müsstest du nicht unbedingt. Genau, denn nicht, denn das ist korrekt, richtig. Aber wenn die Schiffe drauf geparkt sind, dann sind die Schiffe weg. Wie gut ist die Kraken-Vergleich mit ähnlichen Schiffen dieser Klasse mit der Panzerung? Genau, es ist echt Drake-Manier, genau, strukturier es im... ja, Pragmatismus und die Kosteneffizienz einzufordern. Also das geht darum, die möchten gerne alles, dass wir alles praktikabel haben und dadurch, dass alles praktikabel ist und alles nach Drag-Manier quasi so aufbauen, dass du überall schnell rankommst und das fordert natürlich bestimmte Sachen ein. Die Crack ist von der Substanz her fragiler als die Idris oder andere spezialisierte Militärschiffe, welche darauf ausgelegt sind, den Schlag, sage ich mal, Kraft anderen Großkampfschiffen ins Auge zu blicken. Schlagkraft, das heißt, du hast tatsächlich deswegen auch nur Medium-Panzerung. Das kommt jetzt eben drauf an. Wenn du natürlich jetzt, du kannst dich tatsächlich nicht mit der Idris vergleichen oder mit der Javelin nicht, mit einem Großkampfschiff in deren Klasse, die wirklich Militärschiffe sind, die haben immer noch eine härtere Panzerung wie eine Crack. Genau, finde ich merkwürdig, die geparkten Schiffe nicht weg wären, wenn das Träger... Doch, doch, die geparkten Schiffe sind weg, My Pony, die sind auch weg, jo. Die sind weg, genau, My Pony, das ist schon, hast du richtig verstanden.
Und was eben noch interessant ist, eben, worauf die nochmal eingehen, eben, dass die Panzerung eben von der Idris echt stärker ist, dass sie eben heavy ist und dass die Panzerung von der Kraken eben doch nach, sag ich mal, nach Drag-Manier-Struktur eben nicht ganz so hart ist, aber dafür eben pragmatischer alles ist, ne? Du kannst pragmatischer, kannst an die Komponenten ran, dafür ist die Panzerung eben nicht so stark, dass du diese Komponenten besser, einfacher reparieren und schneller wieder instand setzen kannst. Deswegen, das hat alles immer seinen Vor- und Nachteil bei diesen Schiffen. Dafür wird ja sowieso wahrscheinlich mit im Konvoi, also nicht alleine durch die Gegend eiern. Richtig, mal. Genau, da hast du recht, das ist mehr so ein Konvoi-Ding. Am besten, denke ich mal, bist du nachher unterwegs, wenn du mit einer Crack unterwegs bist, wenn du noch eine Idris tatsächlich selber dabei bist oder eine Hammerhead und eine Polaris. Also Idris, Hammerhead, Polaris wäre eine geile Synergie auf jeden Fall. Hey, Silence, schön, dass du da bist, mein Großer. Hallo, Silence. Du hast dann ja auch natürlich noch die Support-Schiffe dabei, ne? Du hast Medicarrier, du hast Tanker und so weiter. Das ist ja auch eine ganz große Rolle dann in dem ganzen Gedöns. Genau, richtig. Ding, also. Du hast den, genau, du meinst jetzt auch vom Gleichgewicht her, ne? Dass es vernünftig nach Ausbalance ist, ne? Nee, ich meine, dass man sozusagen der ganze Konvoi, der nimmt ja eine riesengroße Größe an im Endeffekt nachher. Das stimmt. Ach, das meinst du, dass deine Flotte immer dadurch wächst, dass du eben deine ganzen Landepads voll hast mit Schiffen, da hast du deine Hammerhead vielleicht noch dabei als Begleitschiff, deine Polaris, dann die Idris vielleicht sogar auch noch dazu, ne? Genau, und im Endeffekt hast du so auch Möglichkeiten, dadurch, dass so viele Schiffe und so viele Menschen auf der Kraken sind, dass du dann auch entziehen kann aus den ganzen. Also du kannst dann sozusagen, diese typisch amerikanische Taktik, ne? U-Boote und sonstig Kram, alles vor und die ganzen Carrier halt hinten in der Mitte. Mhm. Ja, genau, richtig. So wie man das eigentlich auch macht, taktisch gesehen, ne? Richtig. Ich würde auch immer, wenn ich mit der Kraken unterwegs habe, würde ich auch immer eine Terrapin mitnehmen im Landepad. Dass sie dann eben Aufklärung machen kann. Und My Pony, genau, bei den zwei größeren Pads, bei den M-Pads, sag ich mal, da kriegst du Conny drauf, genau richtig. Alles, was rauf geht, geht drauf. Hatten sie zumindest gesagt. Also eine Constellation wirst du ohne Probleme raufkriegen, eine. Und eine Apollo wirst du so normal sogar raufkriegen, ohne Probleme. Und eine Conny kriegst du ganz normal rauf, jo. Genau, Kyro-Schlacht wäre auf jeden Fall eine sehr coole Idee, Racky. Bin ich voll bei dir, bis sie endlich draußen ist. Schön Kyro-Mode, schön ein bisschen Buru machen, ein bisschen schlafen, bis es soweit ist, bis wir mit unserer Kraken losziehen können. Sehr coole Idee. Träger, yeah, Captain, ja, ich weiß, wollen wir doch alle Captain Whisky. Die Reclaimer wäre schon geil, wenn wir auf jeden Fall Reclaim drinne hatten, das heißt einmal recyceln. Das wäre schon auf jeden Fall geil, wenn wir das schon drin hatten, die Game-Mechanik. Aber ich glaube, darauf müssen wir noch ein bisschen gedulden. Ich glaube, diese, sag ich mal, Reclaim-Mechanik, also das heißt recyceln, eben, muss ich auch was denkst, wann könnte das reinkommen? Recyceln? Also mit dauert. Recyceln, also Zeug wieder benutzen, also Salvage? Ja, genau, Salvage. Was meinst du, wann kommt das rein? Ja, ein Jahr noch oder so. Meinst du, dauert noch so lange? Ja, ne? Ja, wird noch ein bisschen dauern, ne? Alles, was mit SQ42 nichts zu tun hat, kann ein bisschen dauern. Also deswegen, Captain Whisky, ich glaube, das dauert wirklich noch. Denke, genau, Ende 20. Ich glaube, da fährst du ganz gut mit. Leider. Fährst du damit ganz gut. Wie viele Leute sind denn... Was, wie viele Leute sind denn wo? Silence, The Silence, da musst du mich erstmal aufklären, Hase. Was du da meinst. Ich gehe mal weiter mit dem Q&A. Genau, Panzerung, ne? Genau, das ist jetzt, kommt eine sehr, sehr interessante Frage gleich. Ach so, wow, das sind einiges an Leute. Kraken, Polaris, Idris, weiß ich nicht. 100 Mann? Nein, so viel nun nicht, aber 50 bis 60 Mann, um alles geil. Nee, so viel brauchst du auch nicht. Sagen wir mal 15, plus doch, so 50, 60 Mann brauchst du, um alles vernünftig zu besetzen. Piloten noch mitrechnen. Ja, richtig, 60, 70 Mann, denke ich mal. Silence 60, 70 Mann für die kleine Flotte, denke ich schon, ja. Wie ist es mit den Heck des Schiffes? Befindet sich öffentliche Unterkünfte für Gäste und Mitarbeiter? Bietet die Kraken irgendwelche öffentliche Dienste wie Shops, Bars, medizinische Einrichtungen oder Händler für das Spiel, die darauf warten, dass ihr Schiff fit gemacht werden? Sehr gute Frage, kommen wir gleich zu der Antwort. Nee, so viel nicht, hat ja nur 10 Betten.
Für die naja, Crew. Aber die Idris, die Polaris und so weiter haben ja auch alle Betten. Mhm. Kleinen Schiffe haben auch alle Betten, also größtenteils. Augusto, Silence meinte die ganze kleine Flotte, also nicht nur die Kraken alleine. Augusto, also Silence meinte die Polaris, die Idris und die Kraken. Also er meinte, und die Hammett, er meinte diesen Verband, wie viele Leute man dafür ungefähr braucht. Es gibt an Bord Unterkünfte für 1 bis 2 Spieler pro Landing-Pad-Plattform. Das ist schon mal ganz cool. Deswegen gibt es da 16 Crew, also 16 Quartiere gibt es auf der Kraken. Das sind ganz rudimentäre Räume, wie man sie auch auf Grimhex als Unterkünfte finden kann, also auf Grimhex Port Olisa. Sie bieten die Möglichkeit, sich auszuruhen, umzuziehen oder schlafen zu gehen. Es sind an Bord keine dedizierten Bars, Händler oder ähnliches geplant. Eigentlich schade. Also wie gesagt, keine dedizierten Bars, Händlerbereiche gibt es auch leider nicht. Es gibt nur diesen großen Laderaum, den man auch als als Umwerkraum benutzen kann. Wenn du zum Beispiel deine Polaris hast oder eine Hal B, die du löschen möchtest, dann kannst du die Ware da abliefern und dann weiterfliegen. Du kannst sie als Umladewerk benutzen, die Kraken, das wird funktionieren, die Kraken als Umladewerk. Aber es gibt keinen Händlerbereich, keine Bars oder sowas wird es nicht geben. Shops wird es auch nicht geben. Und es gibt relativ viele Crew-Quartiere plus eben auch Guest-Quartiere gibt es auch noch dazu. Also man hat schon genug Quartierunterkünfte auf der Kraken. Aber dafür einen riesigen, bescheuerten Garage für Free. Ja, ich weiß, Agatsu. Ich finde das schon geil mit den Dragonflies, finde ich cool. Aber ich bin schon so ein bisschen bei dir. Ich hätte mir auch gerne gewünscht, tatsächlich, einen Shop hätte ich mir gerne gewünscht oder 2 Shops. Und ich hätte mir auch noch gerne gewünscht, eine Medic Bay. Aber bis dato, jetzt gibt es die leider nicht. Dusche im WC auch. Wurde bis jetzt nichts gesagt dazu, leider. Hey Trock, grüß dich. Wupp, wupp. Na, Bar gibt's leider auch nicht, Trock. Wäre geil gewesen auf jeden Fall. Aber bis jetzt nicht angedacht. Wird die Kraken als Großkampfschiff Drag und typische nein, natürlich nicht. Die hat natürlich keine Fluchtkapseln. Wie wir natürlich Drag können, gibt es auch auf der Kraken keine Fluchtkapseln, also Escape Pods. Drag sieht keine Notwendigkeit um Einbau von solchen Funktionen, wie es doch im unwahrscheinlichen Fall, falls eine Evakuierung sein müsste, könnte man ja die Schiffe benutzen, die quasi auf den Landingpads sind, laut der Aussage von Drake. Also laut Drake, du hast ja genug Schiffe, benutzt doch die Schiffe und flieg mit denen weg. Wozu brauchst du Escape Pods? Totaler Schwachsinn, wenn du genug Schiffe an Bord hast. Also deswegen gibt es keine Escape Pods. Nein, gibt's nicht. Guten Abend alle zusammen. Hey Totti, wo warst du denn, mein Großer? Ich hab dich so ein bisschen vermisst. Ich hoffe, es geht dir gut. Hab ich dir doch geschrieben. Boah, liest du denn niemals den Chat, ey? Unglaublich, ey. Das ist doch. Jetzt verstehe ich die Leute im Chat. Wann hast du denn das geschrieben, Hase? Bei uns im WhatsApp-Chat. Mensch. Ach, WhatsApp-Chat. Ach, Herr Jeminin. Jetzt tut sich. Da war so viel. Da waren auf einmal 32 Sachen drin. Ich bin nicht mehr klar. Einmal. Ich hab zu viel drin geschrieben im WhatsApp. Tut mir leid, ja. Hase. Wo warst du denn? Ja. Oder magst du nicht sagen? Ist auch okay, Hase. Nee, darf ich nicht. Das ist Orga-intern. Ach, dann weiß ich, wo du warst. Alles klar, ich vergessen den Termin. Dann weiß ich. Darf ich sagen oder darf ich es nicht sagen? Nein, brauchst du nicht sagen. Okay. Alles so gut. Okay. Alles gelaufen. Diplomatie-Sache. Der muss es trotzdem. Ich habe ja nicht genau gesagt, worum. Ich habe nur Diplomatie-Sache gesagt. Hup, hup. Genau, also wie gesagt, es gibt keine Bars oder sowas. Genau, und wie gesagt, das gibt's auch nicht. Vollkapseln gibt's erst recht nicht. Wie viele Schiffe können auf der Kraken Platz finden, sodass sie immer noch einen Quantum-Antrieb nutzen kann? Im derzeitigen Design kann man nur den Quantum-Treib benutzen, wenn alle Türen, Schleusen und Shots geschlossen sind. Da es darüber hinaus keine Restriktion gibt, kann die Kraken auch voll beladene Quantum-Sprünge vollführen. Okay, vollführen. Wie oben erwähnt, es aber ziemlich gefährlich, sich außerhalb der Hülle aufzuhalten. Also wie gesagt, auch wenn die ganzen Pads voll sind, kann das Ding auch springen. Wie gesagt, du kannst auch über die Landing Pads gehen im Sprung, aber wie gesagt, ist gefährlich, falls was passiert. Ja, die wissen halt auch, man kann ab und zu mal wegglitschen. Ja, genau, richtig. Kann die Kraken mit militärischen Ausrüstungen bestückt werden? Ja, nee. Die Kraken kann nur mit zivilen oder industriellen Systemen ausgestattet werden. Das ist das, was ich schon so oft gesagt habe. Das ist eben kein Militärschiff, die Idris P. Da kannst du Militärkomponente verbauen. Das funktioniert tatsächlich.
aber du kannst bei der Kraken, hast du keine Militärkomponente. Da ist industrielle Komponente Schluss, Zivilkomponente Schluss, das funktioniert, aber du kriegst keine Militärkomponente in diesem Schiff verbaut. Wäre auch ein bisschen zu viel des Guten, oder Jungs? Ja. Darf sowas nicht haben. Und Akutsu, wup, wup, schön, dass du da bist, grüß dich übrigens, na? Ja, aber in den Schiff sind doch IM-Kampf, also, ja. Da hast du natürlich recht, Akutsu. Irgendwas ist immer Akutsu mit den Arcascape, was du weißt, ja. Manchmal, toi, 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 und los geht's, wenn der Schiff platzt. Dann hoffen wir mal, dass noch ein Schiff auf dem Landingpad ist, womit du mitfliegen kannst. Oder du nimmst einfach eine Dragonfly und versuchst noch rauszukommen. Das wäre natürlich auch eine Option. In der Broschüre zu Kraken steht, dass der hintere Hangar stark an den eigenen Bedürfnissen angepasst werden kann. Ja. Heißt es, dass diese vielleicht eine gewisse Modularität bietet, sodass wir dort eine medizinische Einrichtung des Schrottverarbeitung betreiben können. Das heißt, dass du vielleicht eine Schrottverarbeitung einrichten könntest oder dass es modular ist, der hintere Bereich ist, eben dass du was Medizinisches einbauen kannst oder irgendwas anderes. Drake versucht immer, die möglichen Einsatzgebiete der eigenen Schiffe so weit wie möglich zu fassen. Obwohl der hintere Frachtraum für Fracht gedacht ist, gibt es eine ganze Menge alternative Anwendungen, die man dort in Zukunft machen kann. Also die halten sich das einfach offen. Vielleicht kannst du ein medizinisches Abteil einbauen, vielleicht auch nicht. Das ist eine Frage, die haben sie quasi reingebaut, reingestellt und schlecht beantwortet. Oder Drake ist ein medizinisches Abteil, doch aber ein Feldbett, oder? Hey Eiffel-Duro, schön, dass du wieder da bist, mein großer Name. Und Eiffel-Bane, schön, dass du auch da bist. Elf-Bane, danke, schön, hallo Elf-Bane, guten Abend. Verdammt, hey, gar nur ein Schlafsack, Borseo. Ein Schlafsack, aber wie gesagt. Und ein Verbandskasten. Genau. Oder ein Feuerlöscher, Alternative. So ein Pflasterset von KD-Markt. Oder Chirurgie. So, hast du recht, mein Pony, genau. Alternative Anwendung. Genau, mein Pony. So ist es. Das wäre doch anstelle Chirurgie. Was man hat, hat man auf jeden Fall. Hauptsache irgendwas. Wie gesagt, diese Frage wurde mal sowas von schlecht beantwortet. Eigentlich so gut wie gar nicht. Ich hoffe zumindest von der Größenklasse für das, was das Schiff steht, was es machen sollte, theoretisch müsste es eigentlich einen medizinischen Bereich geben, oder Jungs? Also haut mal bitte ein Plus raus, also bitte. Also CIG, wenn ihr gerade zuhört oder mitguckt, also wirklich, also es wäre so cool, wenn die Kraken irgendwie einen medizinischen Bereich kriegen könnte. Wäre schon ganz cool. Was ist mit meiner Tastatur los, sag mal. Die Kraken meinst du? Ja, genau, die Kraken, Entschuldigung. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Kraken H mit einem Hospital. Ah, nee. Medic Plus, ja genau, richtig. Also Medic Bay wäre auf jeden Fall schon sinnvoll. Denke ich auch für das Schiff. Medic wäre auf jeden Fall sinnvoll. Da ist so viele Plätze drin, da gehört auch eine kleine. Genau. Elfbane, so sehe ich das auch, Elfbane. Genau. Eine kleine, muss ja keine High-End-Krankenstation sein. Muss ja auch keine Krankenstation sein, wo man spawnen kann. Zumindest eine Krankenstation zum Beispiel wie auf der Crack wäre geil, oder? Auf der Carrack, meine ich, Entschuldigung. Ja, die Carrack, die hat ja auch eine, sag ich mal, eine Krankenstation, wo du eine Versorgung machen kannst, wo du dein, sag ich mal, wenn du angeschossen bist oder irgendwie dir was gebrochen hast, dass du wieder instand gesetzt werden kannst. Und das wäre schon cool, aber dass du das bei der, sag ich mal, bei der Kraken auch hast, dass du da eine kleine, auf jeden Fall, Medic Bay hast. Wäre schon cool. Genau, Alternative für Eigenbedarf. Genau, weiß, wäre auch ganz cool. Na, schauen wir mal, was da noch kommen wird, auf jeden Fall. Das haben die sich offen gehalten, die Fragen. Das heißt eigentlich alles. Du kannst vielleicht sogar Alternative, sogar, sag ich mal, eine Schrott-Wiederverwertungsanlage vielleicht sogar reinbauen. Lassen sie sich alles offen. Kannst alles Mögliche reinbauen. Aber was genau haben die hier nicht reingeschrieben im hinteren Teil? Wie kann sich das Schiff gegen bewaffnete, Enter-Manöver oder Gäste, die nicht gehen wollen, geschützt werden, ja? Das interne Layout des Schiffes bietet schon ein paar so Engstellen auf dem Wege zu den Landingplattformen, welche eine gewisse Verteilung erlauben. Es gibt aber keine internen Systeme, um ungewollte Gäste klar zu machen, dass sie hier nicht hingehören. Das ist eben das, ja. Also selbst
quasi Waffe nehmen, dann eben den Bereich absperren an der Schleuse, dass sie quasi das Schiff nicht... das wäre auch schade, wenn es so wäre. Ich finde die Mechanik eigentlich schon cool, dass du so ein Schiff auch ändern kannst und wenn du Glück hast und, sage ich mal, taktisch gut bist, so ein Schiff sogar einnehmen kannst. Das ist doch wichtig, oder, Sintano, dass das geht? Ja, wäre nicht schlecht, ne? Und du kannst dann eben auch versuchen, dich zu verteidigen. Aber du musst das eben... Es gibt keine automatischen Remote-Einrichtungen, sage ich mal, Vorrichtung, dass so automatisch die Angreifer abgeschossen werden. Die Leute, die dann quasi dein Schiff boarden möchten, musst du auch selber verteidigen, dein Schiff. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool und auch okay. Was ich ja cool fände, wenn du so ein bisschen Gameplay hättest, auch wie in Star Trek zum Beispiel. Und zwar, bei uns könntest du es ja einfach unterstützen. Wir haben ja verschiedene Atmosphäre mit verschiedener Zusammensetzung und so weiter. Mhm. Und es wäre doch cool, wenn du die Leute vertreiben könntest irgendwie, indem du die Luft veränderst auf deinem Schiff. Deine Leute haben Helm auf und alle anderen, die ersticken. Ja, genau, dass du zum bestimmten Shots aufmachen kannst, ne? Das wäre natürlich auch geil. Richtig, my point. Das wäre natürlich auch eine richtig, richtig geile Sache, ne? Hast du deine Kraken, du benutzt deine automatischen, oder du bist draußen in der Sentinel, dann hackst du die automatischen Türme drinne, die quasi für den Innenraum zuständig sind, und du schießt erstmal die ganzen Leute platt und dann boardest du das Ding. Das wäre natürlich richtig sick. Das ist schön, das wäre natürlich übel. Genau, können wir Fracht zwischen gelandeten oder angedockten Schiffen bewegen? Das ist auch eine sehr gute, aber das wissen wir eigentlich auch schon. Wenn nicht, kann man die Fracht zwischen der Kraken und den gelandeten bzw. angedockten Schiffen bewegen? Yep. Jede externe Ladeplattform hat Zugang zum internen Gütertransportsystem. Hier haben die Gütertransportsystem geschrieben, das haben wir uns ja schon angeguckt. Es gibt ja dieses Gütertransportsystem, was sich quasi durch die Kraken hin und her bewegt. Und damit kannst du quasi dein, sag ich mal, die Kraken eben auch als Ladeumwerk, sag ich mal, Festung benutzen. Wir sehen im Konzept des öfteren Bilder einer gelandeten Kraken, genau, Atmosphäre, blub, blub, blub. Eigentlich auch sehr interessant. Wie bei allen Schiffen dieser Größe lässt sich die Flugfähigkeit in der Atmosphäre allerfalls als armselig beschreiben. Also das heißt natürlich, es wird schwierig sein, das Schiff zu landen. Aber man braucht Geduld, ganz, ganz viel Geduld, dass du die Kraken runterbekommst, ohne dass sie platzt. Und du kannst sie dann auch wieder starten. Ist natürlich nicht einfach, ne? Brauchst du sehr viel Geduld, Übung, dass du dann diese Kraken auch wieder gestartet bekommst. Wenn ihr Fragen an mich habt, gerne noch ein AdFaxi. Dann gehen wir auf die Fragen sehr, sehr gerne noch ein. Und dann immer ein AdFaxi stellen, die Frage stellen, dann geht es auf jeden Fall los. Jungs, ich mach nur Feierabend. Schön, dass du noch da warst, mein Großer. Ja. Bis morgen, du hau rein. Nach die. Ich hau mich aber auch raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Basti, schön, dass auch du da warst, ne? Nach die Basti, wir hören uns. Hau rein, schön, dass du da warst und mitgemacht hast. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. Dann kommen wir weiter zu den nächsten Punkten. Das war jetzt der Q&A. Guck ich mal ganz kurz, was wir noch offen haben. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, AdFaxi, dann direkt die Frage stellen, dann legen wir auf jeden Fall los und beantworten noch die Fragen. Ich glaube, dann sind wir tatsächlich fast durch. Ich gucke noch mal ganz kurz. Dann gehen wir gleich zum Schiffsviewer hin und dann werden wir uns gleich die Kraken noch mal direkt angucken. Im Querschnitt werden wir uns die gleich noch mal angucken und sie gleich noch mal ein bisschen mit der Idris vergleichen, weil das ist nämlich auch noch ganz interessant. Ja, was ich vorher noch mal zeigen wollte. Auf jeden Fall noch mal kurz die Broschüre aufmachen zum Abschluss. Jetzt noch mal finde. Jump Point Broschüre, weil die war nämlich echt gut, fand ich. Was wir da so gesehen haben. Vom Aufbau her. Ein wunderschönes, cooles, krasses Schiff. Und ich bin gespannt, wann sie reinkommt. Und das hier ist es eben die Frage, ne? Was man hier nachher noch einbauen kann alles, ne? Ob man hier noch einen medizinischen Bereich einbauen kann oder nicht. Und das ist eben das, dass es hier quasi dieser Güterfracht, sag ich mal, Transitstrecke, die drinne ist, womit du dann eben deine Fracht transportieren und eben umladen kannst, ne? Wenn du zum Beispiel von deinem Schiff, was du angedockt hast, zum Beispiel eine halbe C oder whatever, was du eben andocken kannst, dann kannst du die Fracht damit dann auch umschlagen. Bei einer halb C macht das schon wieder fast keinen Sinn, aber bei einer halb B oder so.
Dann würde ich mal so sagen, können wir die Kraken für heute abschließen. Jetzt gehen wir noch mal kurz in den Viewer rüber. Den mache ich einmal kurz auf. Dann gucken wir uns noch mal den Querschnitt an von der Kraken. Muss ich noch mal ganz, ganz kurz gucken, wo der blöde Internet Explorer ist. So, meine Backcam. Juhu. So. Hier sehen wir nochmal die Kraken, was wir nochmal hier sehen. Nochmal zusammengefasst, 270 Meter, 64 Meter hoch. Was krass ist, 3792 Cargo ist wirklich viel. Kaufpreis lag bei 1650, 104 Meter Breite. Capital Class, ist schon ein schönes Schiff auf jeden Fall. Genau. Jetzt wollte ich hier, jetzt gucken wir uns ein, das wollte ich jetzt gar nicht unbedingt haben. Dann laden wir den einfach nochmal neu. Gucken wir mal an, was wir uns alles in der Kraken angucken können. Kraken ist von Drake, ne? Wo ist denn Drake? Kraken ist sogar drin, sehr cool. Oh. Hier sehen wir jetzt quasi den Querschnitt von der Kraken. Na gut, doch kann man nicht so viel sehen, nicht so wirklich. Na, hier sehen wir, eigentlich sieht man hier gar nicht so viel jetzt von der Seite her, vom offenen Querschnitt. Und ich hoffe einfach, dass das später nachher, wenn es soweit ist, dass du das Ding irgendwie ein bisschen reinfahren kannst. Aber wobei, wenn wir das sehen, ist das linke, hier wird das als Landingpad mit benutzt, ne? So Zero, guck mal. Wir haben die Landing, wir haben das Landing Pad raufgebaut an den Docking Collar. An der Schleuse, weißt du? Okay. Das ist hier quasi die Schleuse und hier hast du das Landing Pad. Das hast du hier jetzt nicht, ne? Hier könntest du das ein bisschen ranfahren zur Not, wenn du möchtest, vielleicht. Tja. Gehen wir jetzt noch ein bisschen den Innenraum. Warte mal, gucken, ob wir noch irgendwas ein bisschen von der Brücke sehen. Ah, gut, schwer, ne? Mach mal kurz die Taschenlampe aus. Na, das ist noch nicht so viel drinne, leider. Hier kann man noch nicht so viel sehen im Querschnitt, leider. Aber macht ja nichts. Tracken. Warum, weiß ich nicht. Weil's eben, das ist eine gute Frage. Warum sagen wir eigentlich immer alle Kraken? Das frage ich mich auch gerade. Was die Kraken ist? Kraken. Wir können auch Kraken sagen. Yeah! Kraken! Bam! Nein, Spaß beiseite. Hier sieht man zumindest nochmal die Landing Pads. Das sieht eigentlich auch ziemlich cool aus, muss ich zugeben. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich wollte mal ganz kurz gucken. Und jetzt. Ich glaube, das sehen wir auch. Wir werden jetzt einen gelben nehmen. Dann sehen wir nämlich jetzt auch nochmal den Querschnitt. So, wir sehen leider von der Brücke nicht so viel. Nee, ist leider noch nicht so viel mit Leben gefüllt. Eigentlich ist noch gar kein Leben so ziemlich drin, Buzero. Man sieht wirklich noch kein Leben. Also kein Interieur bis jetzt. Ja. Interieur fehlt noch komplett leider. Dann können wir eigentlich das uns auch weiter sparen. Dann gucken wir uns noch mal einmal den Vergleich an, was ich nämlich ganz interessant finde. Tatsächlich, wenn wir uns den Vergleich angucken. Zur Idris zum Beispiel. Nehmen wir mal die Idris P und die Kraken. Und dann ist das schon interessant auf jeden Fall. Guckt euch das mal an, also die Breite ist einfach, ich finde die echt, also wenn ich mir jetzt die Kraken und tatsächlich die Idris angucke, sieht die Idris sieht auch schon stabiler und einfach, sag ich mal, bulliger aus, ne, von den Ausmaßen her, ne? Ja, halt mir die Ferne. Simi, vielen Dank dafür, abonniert schon im dritten Monat, wie geil ist denn das, Simi? Vielen Dank für deine Unterstützung, wie geil ist das denn? Dankeschön dafür. Na klar, denselben Song und bam, Simi, danke schön dafür, danke für deinen Support, danke schön dafür, vielen Dank.
Alles klar, bam. Abend zusammen, Semi-Resumed. Dankeschön dafür und haut mal bitte alle Ausrufezeichen Lovehouse für den coolen Abend heute. Leider war mein Kaffee, hat nicht so lange gehalten. Ich brauche unbedingt hier unten eine Kaffeemaschine, dann halte ich auch länger durch. Eine Kaffeemaschine fehlt mir irgendwie hier im Keller auf jeden Fall noch. Da muss ich nicht hochgehen. Sag mal, haut mal bitte raus. Welches Schiff findet ihr geiler? Nur mal vom Ding her. Welches Schiff? Genau, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Simi. Vielen, vielen Dank an alle Leute für den geilen Support. Danke, dass ihr alle da seid. Haut mal bitte alle, die es können, ein paar Herzchen raus. Ausrufezeichen, macht mal Love. Die das können, Ausrufezeichen. Love können eigentlich alle machen. Oder einfach ein paar Herzchen raushauen für den geilen Support und für den echt schönen Abend heute wieder nach dem Urlaub. Dankeschön für den coolen Urlaubsrückkehrer-Stream, sag ich mal. Ja. Ja, und das so sagen kann. Idris, cracken, Idris. Cracken, love. Pegasus, ja, bei Pony, Pegasus ist natürlich richtig sick, aber haben wir ja leider nicht drin. Pegasus wäre natürlich richtig cool, auf jeden Fall. Knapp, aber Idris, weil es alles an Bord hat, was... Ja, genau, richtig, die, ja. Es ist wirklich sehr, sehr knapp. Das Schöne ist, das sind tatsächlich unterschiedliche Schiffe immer noch. Ne? Gravi, im sechsten Monat, mein großer, wie geil ist das denn? Dankeschön dafür, Gravi. Einfach spiel denselben Song nochmal. Gravi, vielen, vielen Dank dafür. Bam, dankeschön für den Support. Klar, denselben Song und bam. Alles klar, bam. Gravi, vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön für dein Abo im sechsten Monat. Du bist fast im siebten Himmel, mein Großer. Fast geschafft, also. Idris Schicker. Muss ich auch sagen. Leute, wenn ich jetzt beide Schiffe im direkten Vergleich sehe, ich muss sagen, ich finde die Idris tatsächlich schicker. Was sagst du, Toddy? Idris oder Kraken? Das. Sorry, aber... Ganz ehrlich, Simi. Drake hat nur ein Schiff, was sie einigermaßen gebaut haben, das gut aussieht. Das ist der Pilar. Hast du recht. Danke für die Tonspur, Simi. Vielen, vielen Dank für die 500 Bits. Es regnet die Mods. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Simi. Total lieb von dir. Danke für die 500 Bits. Total lieb von dir und vielen, vielen Dank für die Tonspur. Ich finde die einfach so göttlich, die Tonspur. Dankeschön dafür und Thor Summer, schön, dass du noch reinguckst, mein Großer. Na, Ben, grüß dich. Zu später Stunde noch. Ihr habt das auch gesehen, ne, Totti im Chat. Die meisten waren für Idris. Ein paar Mal kamen auch die Kraken hoch. Aber die Idris hat tatsächlich so gesehen gewonnen. Was findet ihr von der Supporter-Unterstützung her allgemein? Welches Schiff findet ihr besser? Vom Spieldesign her, welches Schiff findet ihr da besser? Würde mich mal interessieren. Die Kraken oder die Idris, Busiro? Womit kannst du mehr machen? Schon die Kraken, weil ständig Krieg ist auch langweilig. Genau, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Die Idris P. ist wirklich für Krieg zuständig, tatsächlich für den Kampf an der Front. Und die Kraken ist tatsächlich noch, womit du wirklich auch Leute unterstützen kannst, wo du wirklich auch noch einen operativen Bereich hast, wo du Leute supporten kannst. Ne? Das ist schon ganz cool. Idris Vorsewin, Simi, bin ich voll bei dir, aber nicht, wenn es um Support geht, tatsächlich. Ja, die Kraken ist halt... nützlicher ist nicht so richtig zu sagen. Die kann man zu mehr benutzen. Genau, richtig. Als, mir fehlt jetzt das Wort. Sie ist agiler und funktioneller einsetzbar. Ja. Na, sie ist agiler, also jedenfalls nicht agil in Geschwindigkeit, sondern in agil, dass man sie besser benutzen kann. Sie ist agiler, sie ist wandlungsfähiger, du kannst mehr mit ihr machen. Sie ist nicht so spezialisiert wie die Idris. Das wolltest du damit sagen, ne? Ja, genau, das wollte ich sagen. Und deswegen habe ich tatsächlich beide Schiffe. Weil ich die sind trotzdem, sie sind so cool, also sie sind schon cool. Dass sie ist die Aquila, hört sich das an. Genau, Simi. Fast gut, Simi, aber nur fast gut, okay? Ah, die Aquila, die gute Aquila. Sobald du Aquila sagst, denke ich wieder an Stream und RSA. Ich bin raus.
kein RSI mit Streben, bitte. Deswegen finde ich ja die Mantis so geil. Weil sind beide sehr coole Schiffe, sehr unterschiedlich. Der Vorteil ist bei der Idris immer noch die stärkere Panzerung. Ich kann nochmal Vor- und Nachteile sagen, wenn wir die Schiffe so ein bisschen vergleichen. Nehmen wir die Schiffe noch in den Vergleich mit rein. Die Idris, sag ich mal, Idris-Klasse allgemein gesprochen, stärkere Panzerung. Es ist eine Fregatte, es ist eine Trägerfregatte, was kleine Schiffe mit sich führen kann. Die Schiffe sind intern im Hangar, sind durch die Hülle geschützt von der Idris und durch die Panzerung der Hülle und durch die Schilde. Hat eine stärkere Bewaffnung mit der Size 10 Bewaffnung dran. Ist im militärischen Einsatzbereich besser aufgehoben, kann direkt einen richtig heftigen Beschuss besser standhalten. Vorteile der Kraken: Du kannst mehr Schiffe aufnehmen. Sie ist ein leichter Carrier, ein leichter Trägerschiff, wo du auch einen internen Hangar hast, wo du auch Schiffe reparieren und aufmunitionieren kannst. Deine Schiffe liegen außen, dadurch kannst du aber mehr Schiffe aufnehmen. Du hast einen großen Laderaum, womit du eben Sachen eben als Umladewerk benutzen kannst. Du hast mehr Möglichkeiten, du kannst sie agiler einsetzen im Spiel, sage ich mal, um Spielmechaniken zu erfüllen. Der größte Nachteil, sag ich mal, bei der Kraken tatsächlich, dass die Schiffe außerhalb liegen und dass sie nicht durch die Hülle und nicht durch das Schild der Kraken geschützt werden und relativ schnell kaputt geschossen werden können, die Schiffe. Da liegt der Vorteil bei der Idris, dass die Schiffe intern liegen, sind dafür aber weniger Schiffe. Genau, ich denke mal, fällt dir noch was ein, Busio, zu den Vor- und Nachteilen, Idris und Kraken? Nee, ich glaube, das hast du ganz gut gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht noch die Rampe, oder? Also wir haben ja in dem Video gesehen, dass dort eine relativ große Rampe hinten rauskommt.